Herzlich willkommen und moin moin aus Kiel. Wir begrüßen Sie heute sehr herzlich zu unserem Dialogforum Mehr Innovation. Falls Sie sich mit Sicherheit werden Sie feststellen, dass wir uns heute in einem besonderen Umfeld bewegen, doch dazu später mehr. Die Veranstaltung Mehr Innovation findet statt anlässlich der Kiel-Mundischen Clearance Week, die sich an den kommenden drei Tagen in Kiel abspielen wird. Es ist die erste internationale Fachkonferenz, die sich rund um den Themenkomplex Munition im Meer auseinandersetzen wird. Und vor allen Dingen geht es nicht nur um das Problem Munition im Meer und die ökologischen Folgen, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Lösung. Genau das ist auch die Zielsetzung der heutigen Diskussion. Wir wollen nicht nur über Probleme sprechen, sondern explizit über die Lösung. Wo wäre es besser, über Lösungen für Probleme zu sprechen, als in einer Werkstatt? Und insofern begrüßen wir Sie sehr herzlich heute aus dem Werkstattraum des Transmatec in Kiel, am Kieler Ostufer. Das Transmatec ist Innovationszentrum der Inkubator für maritime Technologien in Schleswig-Holstein. Und insofern ist es der Ort, an dem unterschiedliche Perspektiven zusammentreffen: Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und vor allen Dingen wirtschaftliche Lösungen, die hier heraus entwickelt werden aus diesem Themenkomplex. Genau das ist auch die Zusammensetzung unseres heutigen Panels. Wir wollen gemeinsam sprechen mit unterschiedlichen Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und auch Marine. Denn der Themenkomplex Munition im Meer weckt Assoziationen, die mit Sicherheit auch militärische Verknüpfungen haben. Und insofern freue ich mich jetzt, Ihnen das Podium des heutigen Tages vorzustellen. Ich begrüße hierfür recht herzlich von links nach rechts Herrn Admiral Schönbach, Inspekteur der Marine, seit nunmehr knapp 6 Monaten im Amt. Freuen wir uns sehr, dass auch Sie heute hier bei uns sind. Als nächstes in der Runde begrüße ich recht herzlich Herrn Dr. Bernd Buchholz, Minister des Landes Schleswig-Holstein für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus. Bevor er 2017 Minister wurde, war er bis 2012 Vorstand der Bertelsmann AG und danach als Strafverteidiger tätig. Herzlich willkommen, Herr Minister. Als Dritte in der Runde und Moderatorin des heutigen Abends begrüße ich Frau Nele Lagerförde. Sie ist Geschäftsführerin des Transmatec und somit auch heute eben für die inhaltliche Co-Moderation verantwortlich. Seit Januar ist Ihre Aufgabe nicht nur die Etablierung des Transmatec als maritimen Inkubators, sondern auch das aktive Vorantreiben der vielfältigen maritimen Themenlandschaft. Als nächstes begrüße ich in der Runde Herrn Jan Wendt, Gründer und Geschäftsführer der North.io GmbH, vormals Egeos GmbH. Seit 2011 führt Jan Wendt die Geschicke von North.io und seiner Vorgängerorganisation. Er ist weiterhin Gründer der Technologiefirmen NatureNet und True Ocean GmbH und ist Initiator der Kiel-Mundischen Clearance Week. Last but not least begrüße ich als weiteren Teilnehmer bei uns in der Runde ein Vertreter der Wissenschaft, Herr Professor Dr. Jens Reinhardt. Er ist Gruppenleiter Deep Sea Monitoring des GEOMA und angesiedelt im Bereich maritime Biogeochemie. Was das genau auf sich hat, darüber werden Sie sicherlich noch gleich weiter sprechen. Wir wollen heute nicht nur hier gemeinsam diskutieren, sondern auch gemeinsam mit Ihnen diskutieren. Dafür sind Sie recht herzlich eingeladen, sich aktiv im Chat auf YouTube zu beteiligen oder auch unter Twitter oder Facebook unter dem Hashtag MehrInnovation. All Ihre Fragen werden hier gesammelt aufgenommen und später noch in die Diskussion mit eingebaut. Falls Sie sich zum Schluss noch fragen sollten, zum Hintergrund unseres Settings haben wir im Hintergrund zwei Mini-U-Boote mit hier in den Raum geholt, die im Endeffekt dazu dienen, den Seeboden abzuscannen und damit auch dafür Sorge tragen, dass wir über das Thema des heutigen Abends, Munition im Meer, bestens Bescheid wissen. Soweit, so gut. Sie sind informiert, wer auf dem Podium sitzt und wie der Ablauf sein wird. Ich übergebe sehr gerne für die weiteren Inhalte an Nele Lagerförde.
Vielen Dank, Jan. Auch im Namen der Transmartec Schleswig-Holstein GmbH, schön, dass ich Sie alle hier in dieser Runde begrüßen darf. Ich freue mich sehr auf eine hoffentlich genauso lebhafte Diskussion, wie wir sie vor kurzem an anderer Stelle geführt haben. Und mehr Innovation natürlich ein Synonymbild für das, was hier im Transmartec in Zukunft passieren soll. Wir sind, wie Jan Arming schon sagte, der maritime Inkubator für die maritimen Technologien-Themen. Unser Schwerpunktbereich ist der Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft und auch umgekehrt. Das betone ich immer wieder sehr gerne, denn das ist nie nur eine One-Way-Station, sondern tatsächlich ein kooperatives Miteinander und eigentlich eher ein Kreislaufsystem und nicht eine Autobahn. Munition im Meer, das Thema hat mich persönlich tatsächlich vor 3-4 Jahren einmal sehr stark emotional getriggert im Zuge des Cinemare Filmfestivals hier in Kiel. Threats of the Northern Sea hieß der Film damals. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich eigentlich, Mikroplastik sei das starke Thema der Meeresverschmutzung. Nach diesem Film bin ich doch etwas sehr geerdet aus dem Kinosaal marschiert. Jetzt sehe ich Jens Greiner schon ein bisschen grinsen, du kennst wahrscheinlich auch Jens, den Film. Also ich war tatsächlich ein Stück weit schockiert und umso froher eigentlich, als ich gesehen habe, da tut sich auf diesem Bereich ja schon tatsächlich auch die Suche nach Lösungen. Und wer könnte darüber besser berichten, als der Mann, der neben mir steht, Jan Wendt, Founder und CEO von ehemals Egeos, jetzt seit dem 1.9. North.io. Jan, du hast 2010, sagtest du heute Morgen, das erste Mal mit dem Thema Munition mehr zu tun gehabt. Erzähl dir doch mal, zum einen, was hat es bei dir gemacht, emotional, ist ja nicht ganz trivial, diese Feststellung, und was ist aber auch dann der Business Case, weil das ist ja eigentlich das Konzertthema, was sich dann daraus ergeben hat. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier ins Transmartec und für die spannende Gesprächsrunde, die hier wahrscheinlich zustande kommen wird. Das Thema Munition mehr hochkomplexes Thema in vielen verschiedenen Facetten. Wie du gerade schon gesagt hast, Nebel, 2010 habe ich das erste Mal mit dem Themenkomplex zu tun gehabt. Tatsächlich im Rahmen eines Praktikums, eines studentischen Praktikums beim Kampfmittelräumdienst. Hatte da die Chance, mal reinzuschauen, wie funktioniert das Ganze in der Praxis. Da ging es hauptsächlich mit dem Themenkomplex Landmunition. Jetzt hat sich aber gezeigt in dem Kontext, dass das Thema Munition mehr perspektivisch einfach eine viel größere Stelle und Stellenwert einnehmen wird. Ich habe damals halt erfahren, dass es wahrscheinlich um 1,6 Millionen Tonnen geht. Wir reden da halt von einem Güterzug, der eine Länge hat von 2.500 Kilometern. Also wenn man sich das vorstellt, das ist ein Güterzug, vollbeladen mit Munition, der von Paris bis nach Moskau reicht. Also, das ist eine unglaubliche Menge Munition, die nur in unserem deutschen Meeresgewässern liegt. Und das ist tatsächlich aber auch nicht ein deutsches Problem. Das heißt, wir haben diesen Themenkomplex in der gesamten Ostsee, wir reden von großer Belastung in der Nordsee beispielsweise, in der Kingdom, aber auch Mediterranean, aber auch weit noch erheblich weiter weg. Australien hat beispielsweise starke Munitionsbelastung, Japan. Und in den Staaten ist tatsächlich bis in die 70er Jahre Munition vor der eigenen Haustür verklappt worden. So, und ich sag mal, das emotionalisiert einen natürlich. Ich bin von Haus aus Geograf, Umweltgeograf. Das heißt, man hat halt immer ein gewisses Verständnis für Prozesse, was das bedeutet, wie unsere Meeresumwelt dadurch auch wahrscheinlich in Zukunft negativ beeinträchtigt wird. Und in dem Kontext haben wir uns Gedanken gemacht aus einer Softwareentwicklungsperspektive. Wie können wir denn so ein Thema unterstützen? Und was brauchen wir, um überhaupt zu verstehen, wie das Ganze aussieht? Wir brauchen Daten, um aus daraus Informationen zu generieren. Wo liegt die Munition? Wie viel Munition ist das? So, und das war so die Grundidee. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren dahin entwickelt, dass wir in vielen verschiedenen Bereichen mit künstlicher Intelligenz beispielsweise historische Dokumente auswerten zu dem Themenkomplex. Da als kleines Beispiel, das sind die Dimensionen da, im Militärarchiv in Freiburg liegen 50 Kilometer Akten zu dem Themenkomplex. Kommt es, dass wir dann im Prinzip auch zu der klinischen Studienentwicklung und zu der Veranstaltung heute gekommen sind. Das Thema ist medial erheblich weiter verbreitet jetzt, dadurch, dass wir wissen, dass die Meeresumwelt erheblich belastet wird. Das ist nachweislich eben von Munitionsrückständen in den Fischen, in den Muscheln.
Und ja, das war der, die Idee dann im Mitte 2020 geboren, diese Monetierungsweg ins Leben zu rufen. Und da haben wir natürlich in Schleswig-Holstein unglaublich spannende Partner, die wir auch sofort dafür gewinnen konnten, diesen Event zu machen. Und jetzt stehen wir hier. Ihr habt ja sehr schnell den Kontakt ins Geomar gesucht oder als umgekehrt. Das wäre jetzt meine erste Frage, weil das ist ja tatsächlich ein... ein Musterschülerkandidat für aktiv gelebte Wissenstransfer. Wir kommen dann nachher nochmal zu, aber das wäre jetzt auch meine Frage an Herrn Minister Buchholz gewesen. Ist das ein 1A Musterschüler des Wissenstransfers, den wir jetzt hier sehen in der Zusammenarbeit an den verschiedensten Themen in Amokat, Basta? Das sind ja also doch sehr signifikant herausstehende Projekte, die tatsächlich Wirtschaft und Wissenschaft miteinander gut verbinden. Ich weiß es einfach gar nicht, wer da wen irgendwie initiiert hat oder so. Aber das Problem ist halt da. Und wir machen ja hier etwas, wie wir es in allen Bereichen irgendwie machen sollten. Wir haben ein Problem und wir brauchen eine Lösung für das Problem. Und dafür gibt es Forscherinnen und Forscher. Und die können ganz viel machen, aber in dem Augenblick, in dem das Ganze kein Business für irgendjemanden wird, ist meistens die Triebfeder dafür nicht besonders ausgeprägt. Und dann, wenn es ein Geschäft wird, wenn es Wertschöpfung wird, wenn man dann mit Menschen beschäftigen kann, wenn man dann mal so setzt, dann kriegt das nochmal eine richtige Triebfeder. Ich hatte das Thema das erste Mal, als ich Minister geworden bin, weil Sie haben ja vorhin diesen wunderbaren Titel verlesen, ja, Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus. Die Küsten Schleswig-Holsteins sind touristische Küsten. Die Tatsache, dass da unten 1,6 Millionen Tonnen irgendwo rund um Helgoland vor Sylt in einer Kolberger Heide hier oben in der Ostsee liegen, lassen einen ja nicht ganz ruhig schlafen, weil man Angst haben muss, dass diese Küsten irgendwann mal gefährdet sind, für eine touristische Bedeutung gefährdet sein könnten, wenn dann da tatsächlich erhebliche Munitionsthemen austreten und gegebenenfalls zu einer Belastung kommen kann. Also muss man relativ frühzeitig darüber nachdenken, wie man das Problem in den Griff bekommen kann. Und in der Tat sind so Dinge interessant, dass ein Startup sich gründet in Kiel und sagt, wir bringen mit künstlicher Intelligenz zusammen, was ansonsten gar nicht leistbar ist, weil 50 Kilometer Akten aus Kriegsberichterstattungen oder Aufzeichnungen, darüber kann man ja nicht auswerten, sondern da muss man intelligente Technologien dazu benutzen. Das verschnitten mit Luftbildaufnahmen, mit vielem anderen mehr, um tatsächlich sich viel klarer zu machen, wo ist das dann eigentlich und welche Belastungen haben wir da. Das ist natürlich eine hervorragende Geschichte, genauso wie wir jetzt an anderer Stelle in die Richtung kommen müssen. Yes. Bei dem Räumen dieser Themen Technologien zum Einsatz kommen, die sie auf der einen Seite eben auch finanzierbar machen und auf der anderen Seite eben auch dafür sorgen, dass sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht Menschen dabei selbst noch zusätzlich zu Schaden bringen. Denn das, was da unten liegt, ist ja teilweise chemisch belastet und anderweitig belastet. Da ist in der Regel keine Zünder mehr drin, aber trotzdem so, dass man Menschen auch nicht in Gefahr bringt. Und da ist es schön, wenn man an einem Ort wie in Kiel auch noch Kompetenzen hat. Von Unternehmungen, von großen Unternehmungen, die auch Waffensysteme in U-Boote einbauen und da U-Boot-Technologie unterwegs sind, die sagen, wir können uns sehr wohl auch vorstellen, in industriellem Maßstab solche Munitionsräumung vorzunehmen. Und wenn man das dann zusammenbringt, wenn man es zusammenbringen könnte und dann die entsprechende Finanzierung auch zustande bringt, dafür, dass tatsächlich zu dem, das ist dann, glaube ich, die größte Probleme. Das dahinter steckt, das muss irgendwie einer bezahlen. Das ist natürlich wahrscheinlich eine staatlich zu finanzierende Aufgabe. Das haben sich ja, wenn jetzt nicht unbedingt, wir haben aber viele über Jahre hinweg sauber weggeduckt, weil sie gesagt haben, Gott, wenn das Thema anspricht, dann wird es teuer vor allem. Ja, aber das Problem zu verschieben ist eben auch nicht mehr möglich. Und deshalb bin ich ganz zufrieden. Und als Wirtschaftsminister kann ich ja sagen, mit so einem Start-up, mit einem großen Unternehmen, mit einem Konzern, schafft das Ganze eine wirtschaftlich innovationsartige Perspektive, die über das Land Schleswig-Holstein hinaus große Bedeutung haben kann. Weil wenn man hier Technologien entwickelt, die man auch exportieren kann und man Services woanders auf der Welt einsetzen kann, kriegt das Ganze halt eine wirtschaftliche Dimension, die den Wirtschaftsminister freut. Da würde ich gerne nochmal darauf zurückgehen, weil Sie haben eigentlich so zwei Kernpunkte angesprochen, die sich auch wunderbar jetzt auf Jens Reinerts Studie aus dem Jahr 2019, jetzt muss ich das ablesen, weil der ist ja so lang, der Titel, Practical Guide for Environmental Monitoring of Conventional Munitions in the Sea.
Ende 2019 habt ihr die veröffentlicht. Da habt ihr in der, also drei Kernthesen eigentlich der Auswirkungen im ersten Teil dieser Studie publiziert. Zum einen seid ihr ja gekommen von der Problematik der Offshore-Windanlagen, da haben wir diese Wirtschaftsfaktor mit drin. Das war ja immer ein großes Problem, wenn eine Offshore-Windanlage gebaut werden soll, dann muss geguckt werden, ist der Meeresgrund frei von Munitionsaltressen, von Kampf mit Räumen, in anderen kennen wir das. An zweiter Stelle war dann das Tourismusthema, Phosphoranspülungen an Land. Das möchte natürlich kein Urlauber gerne an den Küsten Schleswig-Holsteins haben, wenn er hier sich zur Naherholung einfindet. Und das dritte Thema ist aber eigentlich auch die ökologischen Auswirkungen. Und das ist ja heute Morgen auch nochmal auf der Konferenz von Professor Maser auf die toxikologischen Auswirkungen eingegangen worden. Erklär doch nochmal für den Zuschauer oder die Zuschauerin an der Stelle, welche ökologischen Auswirkungen seht ihr denn jetzt? Also Stand aktuell, weil die Studie ist jetzt ja auch schon wieder 2 Jahre alt. Also was wir gemacht haben, das war 2015 oder 2016, ein bisschen später als Jan zu dem ganzen Thema gekommen. Und wer da wen befruchtet hat, weiß ich nicht, ich weiß nur den Mittelsmann. Das war das Umweltministerium Schleswig-Holstein. Das waren namentlich Klaus Böttcher und Jens Stern. Die haben uns verkuppelt. Die haben das also nicht gegenseitig, sondern wir wurden sozusagen verheiratet. Das hat auch sehr gut geklappt. Wir haben dann ein Projekt gemeinsam auch entwickelt und die waren da immer mit dabei, eben dieses Studienprojekt. Und was wir da uns angeguckt haben, was vorher halt nicht so das Thema war, ist sich diesen Umwelteinfluss anzugucken. Was kommt, wenn ich Offshore-Windpark bauen will, muss die Munition weg, weil wenn ich ramme, möchte ich nicht in die Luft legen. Wenn ich eine Kabeltrasse lege, möchte ich das auch nicht. Oder weggeschoben oder aufgeräumt. So, aber diesen Umweltaspekt, den hat sich vorher noch keiner angeguckt. Und wir haben halt gesagt, okay, wir wissen, dass es dort Munitionsversenkungsgebiete gibt. Wir wissen auch ungefähr die Mengen in unterschiedlichen Versenkungsgebieten. Und wir haben eine Stunde, 15 Minuten mit dem Schiff vom GEOMAR direkt vor der Haustür. Das heißt, wir müssen nicht groß Container packen, was wir sonst immer machen am GEOMAR. Wir forschen ja auch im Pazifik oder weiß Gott nicht wo. Wir können von hier aus schnell hinfahren. Und dann haben wir gesagt, das ist so interessant für das GEOMAR, obwohl wir eigentlich ein Blue Ocean Forschungszentrum sind. Wir machen pazifikweit, Atlantik, 5000 Meter Wassertiefe. Da komme ich ja heute auch her. Haben wir aber gesagt, das ist ein Thema, was wichtig ist, gerade für Kiel, für Schleswig-Holstein, als Helmholtz-Zentrum, wir sind ja bundesfinanziert, ist es eben auch, wir müssen das einfach machen. Das ist ein our duty sozusagen, uns darum zu kümmern. So, das haben wir dann angefangen und haben dann, mussten erstmal uns sowieso mit der ganzen Themenkomplex ein bisschen einarbeiten. Wie gesagt, Munition vor 2015, ich hatte nichts am Hut, keine Angehung mehr. Haben das dann relativ schnell geschafft. Und mussten dann auch feststellen, dass ein großes Problem ist, dass derzeit viele Leute negiert haben, dass es ein Problem ist. Es existiert nicht, es wurde totgeschwiegen. Aus welchem Grund auch immer, wahrscheinlich finanziell rüber. Und wenn ich sage, da ist ein Problem, dann sagt jeder, ja, dann mach was. Ne? Also so keiner wirklich gesagt. Und wir mussten dann erstmal Methoden entwickeln, um nachzuweisen, dass es ein Problem gibt. Also ganz am Anfang haben wir analytische Methoden entwickelt hier am GEOMAR, um sehr kleine Mengen von diesen sprengstofftypischen Verbindungen, TNT, AdNT, DNB, RDX, einen Rattenschwanz von chemischen Verbindungen, also kleine Benzolringe, die zu analysieren. Und das haben wir geschafft und damit konnten wir dann nachweisen, auf Fahrten, Forschungsfahrten, wir sind dann 2 Wochen mit der Poseidon rumgefahren, die ganze deutsche Ostseeküste lang, bis hinter Rügen, und haben Wasserproben genommen, in jeder Wasserprobe konnten wir TNT nachweisen. Natürlich in den ausgewiesenen Munitionsversenkungsgebieten, die wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten ausgewiesen, um die Munition dort zu verklappen. Da sind die Konzentrationen hoch. Und was wir sehen, insbesondere in der Kolbergerei, gibt es eine Stelle, es ist wirklich nur eine Stelle, wo wir bisher offenliegenden Sprengstoff gefunden haben. Das ist so ein Gebiet, so groß wie der Raum, also irgendwie sagen wir mal 10 mal 10 Meter, da liegt offener Sprengstoff direkt in Kontakt mit dem Wasser. Und wenn man da eine Wasserprobe nimmt oder auch da Muscheln ausbringt, dann geht die Konzentration so hoch, dass die Toxikologen vom UKSH sagen, besser nicht essen. Das ist die eine Stelle, wo das ist. Also wir konnten eindeutig nachweisen, es gibt eine Kontamination durch Munition im Meer, die auch ins Ökosystem geht. Und das war der Zeitpunkt, wo plötzlich auch bei den Politikern es klack gemacht hat, dass er sagt, ui, das wurde nämlich vorher auch aufgrund der mangelnden Nachweisgrenze, oder man gesagt, es kommt ja nichts raus, ja, weil sie nicht genau genug messen konnten.
Jetzt können wir das machen und es kommt was drauf und es geht in die Nahrungskette dann auch. Und das ist natürlich ein Problem, was man nicht liegen lassen möchte und auch nicht liegen lassen sollte, weil das wissen wir wissen nicht genau wann, aber wir wissen, es wird schlimmer werden. Ob in 20 Jahren, in 30 oder in 50, brauchen wir noch ein bisschen Zeit, das beantworten zu können, aber es wird nicht besser sein. Es geht nicht weg. Doch, es geht weg, haben wir berechnet, in den 10.000 Jahren. Wenn man Zeit hat und ein bisschen relaxter ist, dann lässt man 10.000 Jahre verstreichen und dann ist das Thema auch weg. Aber das wollen wir, glaube ich, nicht. Auch den großen Appell gehört, jetzt muss sich was bewegen, jetzt müssen wir tatsächlich auch diese Lösung erarbeiten, die Munitionsalterlast zu bergen. Also es gibt ja verschiedene Szenarien, die man angehen kann, da teilen wir uns gleich noch zu. Herr Andrea Schönbach, Sie haben mir vorhin gesagt, und das war tatsächlich nicht bekannt, die Marine hat bisher bei dem Bergen von Munitionskörper auf dem Meeresgrund noch keine große Rolle gespielt. Erklären Sie das mal, weil so mir als Militärleihe würde ja sein Anliegen, die Marine hat definitiv immer was mit Munition auf dem Meeresgrund zu tun. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann, so wie die Damenmoderation es auch war. Und auch wie ich es auch richtig finde, ist es gut, dass wir mit dabei sind, auch wenn wir natürlich jeder vom wissenschaftlichen Standpunkt und eben auch von der KI letzten Endes dort, sagen wir mal, so innovativ, so schnell im Innovativsystem sein können. Aber zumindest einen gewissen Anteil können wir dazu leisten. Tatsächlich ist es so, das ist aber noch eine rechtliche Geschichte, dass wir innerhalb der Territorialgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland sind wir nicht diejenigen, die tatsächlich in der vorderen Linie stehen. Wir können immer Dinge tun, es gibt aber immer im Rahmen der Amtshilfe. Sondern ein festes juristisches Konstrukt. Das heißt also, dort, wo in diesem Fall alle zivile behördliche Stellen oder andere von der behördlichen Seite Beauftragte da nicht weiter können und an der Annahme, wir können mit unserer Technologie, Personal oder was auch immer es ist, helfen, dann tun wir das auch. Das ist gar keine Frage. Also insofern gebe ich Ihnen recht, Munition im Meer, Marine, irgendwie ein direkter Link. Tatsächlich ist es schon so, wir haben das nicht gemacht, geklappt, aber tatsächlich Alliierten, aber das ist natürlich auch über die Kriege, sehr viel auch Altlasten in anderer Weise dort vor Ort klappt. Was können wir tun? Das ist so ein bisschen so ähnlich, wie Sie es jetzt hier auch dargestellt haben. Das sieht vielleicht nicht so bunt aus, bei uns sah das alles grau, aber das hat damit nichts zu tun. Wir sind also in der Möglichkeit für uns mit Drohnen, sei es nun radgesteuert oder programmiert, tatsächlich hier von den Suchereinheiten, die hier zufälligerweise jetzt auch noch in Kiel stationiert sind, eine bildgebende Aufklärung zu machen. Das heißt, wir können hinfahren, wir können aufklären, wir können fotografieren, wir können also dazu einen Beitrag leisten, dort, wo man uns in diesem Fall hinschickt. Wir tun das auch ohnehin, national im Rahmen der Übung, das ist automatisch so, oder im internationalen Rahmen NATO, der ständigen Einsatzverbände der NATO, die sich ausschließlich vor allem mit Minen suchen und Minen beräumen, beschäftigen, tun das auch. Also dazu sind wir in der Lage, plus, und das macht es natürlich dann auch interessant, dass wir eben Spezialisten haben in Form von Minentauchern, mit einer Minentaucherkompanie, die eben tatsächlich in so einem Szenario, wie wir uns das jetzt vorstellen, neben den Amtstauchern, die es bei Patronen auch gibt, eben dann mit ihrer persönlichen und konkreten Expertise und Kompetenz dort nochmal auch zu identifizieren, das Kartieren nochmal verbessern und natürlich dann auch zu Lösungen beitragen. Nun könnte man natürlich, deswegen kommt auch das Lächeln auf allen, genau, alle wissen natürlich, welche Lösungen uns vorschweben. Das ist aber nicht so. Also ich bitte Sie da auch einfach mal, sagen wir mal, bei dem üblichen Klischee, also Bundeswehr macht also Bumm, sprich wir sprengen. Das ist natürlich die finale Lösung. Wir haben uns im Vorfeld ja auch unterhalten. Manche Dinge sind einfach in der Gestalt, dass sie liegen lassen kann und sich erstmal mit anderen Dingen zu beschäftigen, die dringlicher und notwendiger sind. Da ist die Wissenschaft diejenige, die da, wie ich finde, der Taktgeber ist. Und wo wir dabei helfen können, werden wir das sicherlich auch tun. Das ist so dieser Hardware-Aspekt und wir tun das natürlich auch in Kooperation mit den jeweiligen Stellen, neben der Kartierung eben diese Ordnance-Plots. Tatsächlich ist es ja nicht nur hier, das trifft uns natürlich erstmal vorrangig, das ist das deutsche Territorialgewässer, aber es ist insbesondere die ganze Ostsee. Sie sehen natürlich auch, aber bleiben wir mal hier in der Ostsee. Dort gibt es natürlich bestimmte Minen, das ist unser Hauptthema, weniger die offene Munition. Nur um das angesprochen zu haben und nicht so den Eindruck zu vermitteln, das wäre uns kein Thema. Wir führen natürlich auch Minensprengungen durch, was in der letzten Zeit oder letztes vor ein, zwei Jahren ja auch ein großes Thema war. Das sind nicht einfach zum, ich sage das mal so ein bisschen lax, nehmen Sie es nicht übel, die Lux- und Dollerei,
sondern wir haben natürlich auch, solange es uns noch gibt, und das hoffe ich doch noch lange, haben wir natürlich auch einen Auftrag im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung, dass es notwendig ist. Wir werden Minen dann in diesem Falle nicht mögliche zu delaborierende Minen werden dann gesprengt. In diesem Fall waren das ja NATO-Einheiten. Das ist für unsere eigene Aufrechterhaltung der eigenen Befähigung dazu. In den Krisen, wenn es nämlich dann mal wirklich notwendig ist, dann erwartet man auf uns, dass wir das können. Das können nur wir in dieser Art und Weise, vor allem in den verschiedenen Tiefen. Und wir können aber, wie gesagt, und das glaube ich, in der Marine, das kennen Sie aber alle, viele von uns sind ja auch Segler, alle Mannsmanöver, ich glaube, dass wir ein gewürfeltes Maß dazu beitragen können. Und in der Tat, wir haben es, letzter Aspekt, vorher nochmal besprochen, manche Dinge sind so kritisch, das sind sie auch schon länger, dass wir uns auf Innovation selbstverständlich abstützen können, aber zum Beispiel, wenn es um Plattformen geht, wie die Delaborierungsplattformen, Vernichtungsplattformen, die es noch nicht gibt, sondern erst in Jahren planen, das kann man parallel tun, darauf muss man nicht warten. Den Kindergarten, machen wir das, machen wir das, machen wir das. Das muss man parallel tun. Wir können, ich bin noch, darf ich es nicht, nur auf, wie gesagt, Amtshilfe. Aber ich, wir, Marine, sind gerne bereit, dazu beizutragen. Wie sieht die Lösung aus? Weil wir haben heute Morgen ja auch gehört, wir wissen eigentlich alles über die, ich sag mal, Anfangsgebiete, in denen wir jetzt loslegen könnten. Wie sieht denn jetzt das Lösungskonzept dafür aus? Und was müssen wir uns jetzt darunter vorstellen? Ja, ganz einfach, also leider nicht. Wir können jetzt das Lösungskonzept nicht direkt aus der Schublade ziehen. Was wir erstmal machen müssen, weil die wissenschaftlichen Vorarbeiten sind soweit gelaufen. Das heißt, wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren ein unglaublich gutes Verständnis über das Problem bekommen. Wir wissen auch lange nicht alles, das ist auch, muss man auch ganz klar sagen, also diese 1,6 Millionen Tonnen haben wir noch nicht komplett vermessen. Das wird auch sicherlich noch eine Zeit lang dauern. Aber was Herr Schönberg gerade schon angemerkt hat, wir müssen beginnen und dann parallel arbeiten. Das heißt, wir müssen in die Räume einsteigen. So. In die Räume einzusteigen, und da bin ich ja quasi auch der Wirtschaftsvertreter hier, muss natürlich ein Markt da sein. Das heißt, es wird jetzt kein Großindustrieller kommen und eine Plattform entwickeln, die vielleicht 100 Millionen Euro kostet, um vielleicht dann irgendwann in eine Räumungssituation zu kommen. Das bedeutet, die Politik ist jetzt gefordert, und ganz klein in Schleswig-Holstein haben wir einen Konsens, ich glaube, der kann nicht besser sein, dass dieses Problem angegangen werden muss. Wir haben natürlich auch mit der Belastungssituation bei uns in der Nordsee, auch in der Ostsee, den sogenannten Joker quasi gezogen. Das heißt, wir haben unglaublich viel Munition, die in dem Zuständigkeitsbereich auf Landes liegt. Und deswegen, die Landespolitik ist definitiv soweit, die Bundespolitik, es gab die NABU-Veranstaltung auch schon am Freitag, wo auch da aus jeder der demokratischen Parteien ein Vertreter war, und dort war auch ganz klar ein Konsens. Ich war, durfte zusammen mit Jens auch beim Umweltausschuss teilnehmen, in der Bundesrepublik, in der Bundesregierung, und auch dort war ganz klar der Konsens, es muss gestartet werden. So. Das Thema ist aber jetzt, wir müssen über die Independenz hinauskommen. Jetzt stehen die Bundestagswahlen an, dann stehen Koalitionsverhandlungen an. Wir haben von allen Bundesabgeordneten die Info bekommen, es ist ein Thema. So, und da müssen sie sich nachher dran messen lassen. Schaffen wir das, dieses Thema halt auch dann substanziell, auch finanziell zu hinterlegen, um die Rollen dann einzusteigen. Und dann ist es tatsächlich so, die Ansätze sind grundsätzlich skalierbar. Also wir haben natürlich sehr komplexe Situationen in der Munitionsräumung, das heißt unterschiedlichste Gebiete, aber die Idee, diese Plattform zu entwickeln, das ist ein skalierbarer Ansatz. Alles, was im Bereich Autonomie, Robotik, künstliche Intelligenz macht, ist grundsätzlich erstmal skalierbar. Das heißt, wenn dann der Wille da ist und die Finanzmittel bereitstehen, kann man dann auch in einem überschaubaren Zeitraum, wie lange denn sein kann oder nicht, eine gute Frage, aber ich sage, an einem Zeitrahmen, der realistisch ist und der uns noch ermöglicht, dieses Problem anzugehen, bevor wir dazu kommen, dass es irreversibel einfach wird. Herr Minister Simholz, wir haben ja neulich darüber gesprochen, dass die maritime Wirtschaft in Schleswig-Holstein tatsächlich auch recht stark unter Druck ist. Ist jetzt das Thema Munitionsbergung das Innovationsthema für den Technologietransfer und für neue technologische Innovationen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage an der Stelle wäre,
Was sehen Sie denn für Chancen für die maritime Wirtschaft als Wirtschaftsministerin von Schleswig-Holstein? Ein Thema, das viel Innovation erfordert in maritimer Wirtschaft, das beginnt bei Antriebsarten und emissionsfreier Schifffahrt und geht über vieles weitere hinweg, was ja irre Herausforderungen sind, wo man ehrlich gesagt noch ganz innovativ im Bereich der maritimen Wirtschaft unterwegs sein kann, wo wir auch ehrlich sein müssen, wir auch teilweise forscherisch, entwicklungstechnisch dann noch nicht da sind, wo man sein könnte. Es gibt jetzt keinen, der irgendwo so eine Fähre baut, die mit Wasserstoffantrieb und Brennstoffzellen auf den Meeren unterwegs ist. Das kann man nicht kaufen. Irgendwo heißt, da ist eine Entwicklungsphase noch vor uns. Und ich finde, wir müssen uns eins noch mal klar machen, das ist sehr schön, dass Herr Greinert, Herr Professor Greinert das vorhin noch mal gesagt hat. In Wahrheit müssen wir uns noch eins auch mal vom Prozess her klar machen. Bis in die 70er Jahre gab es eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, sie lösen das Problem durch Verklappen, also durch Abkiffen der Sache ins Meer. Das Problem wird dadurch gelöst, ja, haben die gedacht. Und dann hat es eine lange Phase gegeben, naja, die wollten ja das Problem wegkriegen. Ja, also ins Meer kippen heißt Ruhe, Dach drüber, fertig, also Wasser drüber, Ende, keine Gefahr mehr. Dann hat es, das müssen wir noch ehrlich auch mal sagen, über viele Jahrzehnte Leute gegeben, die gesagt haben, naja, klar, wenn da was austritt, bei der Riesenmenge von Wasser, die die Weltmeere darstellen, ja, in Parts per Million gemessen, verflüchtigt sich das so, dass das überhaupt kein Thema mehr ist. Also auf Deutsch, so wie du bei bestimmten Giften, die du in die Luft sprühst, irgendwo das Gefühl hast, naja, klar, aber wenn die Verteilung dann so groß ist, dann ist das alles irgendwie weg und dann ist es auch kein Problem mehr. Erst die Forschung durch ein so anerkanntes Institut wie Geomar führt ja dahin, dass man jetzt in allen Ecken, auch bei allen Teilen der Politik, Klarheit darüber erzeugt hat, dass dies nicht so ist. Dass es ein Umweltthema ist, dass es nicht nur da ist, wo eine liegt, wenn man eine Fehmarnbeltquerung baut, nach dem Motto, müssen wir wegräumen. Oder auch die Dänen sprengen übrigens die eine oder andere Seemine, machen das auch manchmal etwas rustikal. Das Problem ist besichtigt. Und jetzt gibt es die Chance zu sagen, wenn wir alle gemeinsam erkannt haben, dass das so weg muss und dass es nicht nur an Einzelstellen so ist, sondern dass wir ja auch noch große Verklappungsgebiete haben. Jetzt gibt es die Chance in der Tat, da anders darauf zu reagieren, als nur mit Einzelmaßnahmen, sondern mit einer wirklich auch industriellen Herangehensweise. Und das ist etwas, was einen ungeheuer großen Innovationsschub auslösen kann. Ich glaube, in dem Augenblick, in dem jetzt alle Beteiligten, ja, wir werden ja Koalitionsverhandlungen in Berlin erleben, dann auch sagen, Leute, das ist ein wichtiges Thema, das muss auch mit finanziellen Mitteln einer bestimmten Größenordnung ausgestattet werden, wird es natürlich so, dass die Marine im Zweifel sagen wird, oh Mensch, können wir nicht auch da ein bisschen was dafür tun, um daran teilzuhaben? Das ist dann die Konkurrenz vielleicht zu dem einen oder anderen Industrieunternehmen, das sagt, könnten wir aber auch machen, weil, und da finde ich Konkurrenz und Wettbewerb immer gut, ja, dass dann etwas vorangetrieben wird. Wichtig wäre eben, dass es dieses Commitment gibt, das auch wirklich zu hinterlegen. Denn das müssen wir auch mal sagen, wir befinden uns hier im schönen, freundlichen Schleswig-Holstein. Ich sage jetzt mal vom Bruttoinlandsprodukt nicht das reichste Land der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Das Nachbarland, das dasselbe Problem ist, Mecklenburg-Vorpommern, noch schwieriger vom Bruttoinlandsprodukt her. Und Niedersachsen an der anderen Seite ist vielleicht so in unserer Größenordnung, aber es sind jetzt nicht die reichsten Länder der Republik. Bis vor einer Weile gab es im Bund die Auffassung, nee Freunde, das ist schön Ländersache. Das macht man mit eurem Geld. Ja? Von unserem Geld geht das nicht. Das heißt, es braucht jetzt auch ein Commitment des Bundes, dass das auch eine nationale Aufgabe mit ist. Und über die Form der Verteilung, da wollen wir uns überhaupt nicht verstecken als Landesregierung. Auch wir haben unseren Anteil dazu erbringen. Aber es braucht auch auf der Bundesebene ein klares Commitment, dass dafür Geld zur Verfügung gestellt wird. Und wenn dann ein namhafter Betrag in Koalitionsverhandlungen geeint, in Haushalten hinterlegt ist, dann fängt das ja an, dass sich Menschen darum bemühen, dieses Geld auch abrufen zu wollen. Und das ist die Chance, die wir jetzt gerade haben. Und das ist eben auch die Chance, dass wir überall anders auf der Welt vielleicht noch nicht so die Dynamik sehen, in dem Bereich das loszugehen. Aber wenn einer anfängt wie wir, wird es eine Diskussion auch in Japan, in Australien, in den USA und in UK und wo auch immer geben, um die Frage, na, warum räumen die das da weg, warum lösen sie sich dieses Problem? Und dann wird man auf denjenigen zurückkommen, der die Technologien entwickelt hat. Und wenn wir das sind,
wäre das schlau, vorneweg zu gehen, nicht nur für Kiel und die Region hier, sondern auch für unser Bruttoinlandsprodukt und für die Wertschöpfung, die wir in diesem Land erzeugen können. An der Stelle ja eigentlich einen skalierbaren Business Case, wenn ich das mal so festhalten darf, weil Schleswig-Holstein ja durch seine geografische Lage auch eben diese Nord- und Ostsee hat mit unterschiedlichen Szenarien, mit Tidenhub auf der Nordsee und tatsächlich dem Brackwassergewässer der Ostsee. Und das war ja auch, glaube ich, der große Schlag, warum jetzt die großen Player sich auch für das Thema interessieren, weil auf einmal diese Skalierbarkeit auf ein internationales Niveau mit dabei ist. Ne? Also zumindest erinnere ich das aus den Gesprächen, die wir geführt haben. Ich würde aber noch mal ganz gerne auf das Thema Sprengung kommen. Das ist ja etwas, was von den Umweltverbänden auch immer in der Vergangenheit tatsächlich auch zu kontroversen Diskussionen geführt hat, wenn gesprengt werden musste, weil Gefahr im Verzug an der Stelle gewesen ist, dann sind da auch ein paar unschöne Dinge passiert. Also ich glaube, das letzte waren ja 15 Schweinswale im Fehmarn-Sundbelt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Wie geht die Marine mit diesen Forderungen der Umweltverbände um, tatsächlich auch Testsprengung auszusetzen? Also man muss das ja auch üben, das kann man ja nicht einfach durchführen. Also der Punkt ist in der Tat, also das, was Sie jetzt gerade korrekt gesagt haben, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass Sie, was Sie eingangs gesagt haben, dass es, wenn Gefahr im Verzug ist, und ich hatte es in meinem Eingangsstatement gesagt, eben auch in der Lage, also diejenigen müssen ja auch in der Lage sein, den, wenn es mal wirklich notwendig ist, und nicht nur, ich rede jetzt nicht nur vom Krisen- und Kriegsfall, sondern auch in Friedenszeiten gibt es Notfälle, und wenn wir tatsächlich dieses, was wir hier heute besprechen, als eine Gesamtaufgabe sehen, eine gesamtstaatliche Aufgabe, dazu gehört natürlich in diesem Falle das Exekutivagrar, Marine des Bundes natürlich auch dazu, dann ist es sicherlich so, dass wir, was immer wir denn auch tun können, und das schiebe ich mal einfach ein, nicht um mich zu entschuldigen, ich bin selbst Mitglied des NABU, also insofern habe ich schon eine ganz persönliche Sensibilisierung dafür. Es ist einfach so, dass wir, was wir tun können, das kennen Sie von der Formulierung her, diese sogenannten Blasenschleiers, alle möglichen Formen der, auch wenn das dann auch trotzdem für die Fauna immer noch eine Belastung ist, eben eine Vergrämung herbeizuführen, um die Sprengung, wo sie denn durchgeführt werden muss, eben so, ja, völlig frei von Schäden ist, das wäre nicht korrekt, das auch nur anzunehmen, aber so gering wie möglich zu halten. Und dafür auch wieder der Wechsel, die Wechselbeziehung mit der zivilen Seite beziehungsweise mit der Wissenschaft. Was können wir alles machen? Was können wir tun? Was können wir auch gemeinsam tun? Von der Testsprengung mal ganz abgesehen, das ist faktisch nicht mehr, nein, ich will nicht sagen, es ist nicht notwendig. Natürlich ist es notwendig, aber wir haben so viel, was ohnehin gesprengt werden muss. Denn was ich vor meinem Statement sagte, die ständigen Einsatzverbände der NATO, die ja hier auch in der Ostsee den klaren Auftrag haben zu sprengen. Und in der Tat, der Herr Minister hat es vorher und jetzt unseren natürlich trotzdem geehrten Nachbarn Dänemark mit einer gewissen Rustikalität zu zeigen, auch andere Nationen, die hier Anrainer sind, sprengen, einfach deswegen, weil sie in Sorge sind, dass tatsächlich das entsprechend umsetzt. Wir hatten vorher schon die Information mal vorab ausgetauscht, wir haben bestimmte Munitionsarten, bestimmte Sprengstoffarten, die an einem Rand erreicht haben, dass sie sich selbst entzünden und tatsächlich dann auch sehr hochempfindlich sind. Ich will jetzt kein radikales und extremes Szenar, aber es ist eben so möglich, das Szenar aufbauen. Wenn Sie in der Kadettrinne, und das ist ja nun mal einer der Bereiche, die auch sehr stark durch Luftminen, überhaupt durch verbrachte Minen, sehr stark belastet sind, die sich natürlich teilweise sedimentiert haben, also sprich schon unterhalb des Bodens sind, die ohnehin kaum zu finden sind. Nun möge man sich vorstellen, zum Glück ist selten, in der Nordsee ist es passiert oder weniger passiert, aber hier könnte es in der Ostsee genauso passieren, durch Ankerwurf oder durch irgendwelche Arbeiten oder durch Schleppnetze und es kommt zu einer Explosion. Das ist ein Grund mehr, dass wir jetzt räumen. Räumen muss aber nicht immer nur heißen sprengen. Deswegen der direkte Arm, wir deswegen ja auch nicht, machen das ja nicht freimütig und alleine und ohne Absprache, dass wir mit der Wissenschaft und mit denjenigen anderen Kompetenzträgern uns bei den großen, gefährlichen, insbesondere in den starken Verkehrswegen, das heißt der Flensburg-Weg, wo wir ja genau das gleiche Problem haben, dass man dort reinschaut und sagt, was muss jetzt hiermit passieren? Und da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Entweder sie werden verkappt, das heißt also Dinge, die man noch, was ich eingangs sagte, liegen lassen kann, andere, die wesentlich wichtiger sind, jetzt anzugehen und da muss man den besten Weg finden, um nicht Ihrer Frage auszuweichen, tatsächlich, und wenn es dann gesprengt werden muss, weil das die Lösung ist, die alle am ehesten hilft, ob einem Sprengung gefällt oder nicht, Sprengen hat eben nicht per se was mit Militär zu tun, aber das können wir auf jeden Fall. Und das ist dann unser Beitrag. Und da müssen wir alles tun, was ich persönlich auch als notwendig und wichtig sehe, um das der Fauna und Flora so wenig möglich Belastung zu geben. Und dann wird gesprengt. So ist es nun.
Und wenn ich das nochmal ergänzen darf, wir machen ja zurzeit zum Beispiel so ein Verfahren mit den Dänen zusammen Fehmarnbeltquerung bauen. Und der NABU sagt, Leute, wenn ihr da schon das macht und auf dänischer Seite die Vorgehensweise so oder so ist, nicht, dann setzt doch wenigstens diese Techniken ein, um den Schweinswal entweder zu vergrämen oder auch zu schützen. Ob das ein Lautstärkesystem ist, mit dem man versucht, den Fisch eine Weile lang zu vertreiben oder den Wal zu vertreiben, oder ob man eben diesen Blasenschleier setzt, der natürlich ein bisschen Geld kostet. Unsere dänischen Kollegen gesagt haben, ja, das haben wir jetzt eigentlich nie so gemacht, das hat doch so anders ausgeräumt. Ne? Dann kriegt man aber Vereinbarungen ja auch hin. Ich habe eine solche Vereinbarung jetzt mit dem Königreich Dänemark geschlossen, um dem NABU auch sagen zu können, guck mal, in den Verfahren ist das gar nicht nötig, dass ihr euch da, denn die Dänen geben uns einfach schriftlich, wir werden einfach dann, wenn wir jetzt Munition da tatsächlich zur Explosion bringen müssen, werden wir Blasenschleier und solche Techniken einsetzen. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, dass man an der Stelle noch auch andere Methoden findet, um Flora und Fauna noch anders zu schützen. Aber in Wahrheit muss es uns schon darum gehen, eben wegzukommen von den Sprengungen und um das Bergen der Munition gehen, um das Zerschneiden, um das dann auch Entsorgen der entsprechenden Munition, also um Systeme, die damit anders umgehen können. Da spielt natürlich Robotik eine Riesenrolle. Da spielt eine Riesenrolle, dass man das möglichst ohne Einsatz von Menschen, die unmittelbar damit in Kontakt kommen kann, auf dem Meer tun kann, dass man das auf Plattformen draußen auf See gleich zerlegt, dass man das auf solchen Plattformen auch möglicherweise gleich zu neuen Rohstoffen weiterverarbeitet, um dabei dann zu sagen, Leute, da kommt gar nichts erst an Land, um dann irgendwelche Sondermülldeponien voll zu machen, sondern nein, wir können das alles da draußen gleich aufbereiten. In Wahrheit wäre das ja auch etwas, was dann für die Exportfähigkeit einer solchen Wirtschaftsthematik wichtig wäre, denn wer will sich dann anschließend mit der Sondermüllproblematik dessen auseinandersetzen? Also wird man solche Technologien, und da sind wir, nochmal, da sind wir weit, es gibt viel, was wir wissen, aber wir haben auch noch nicht alles zusammen, um die Dinge wirklich zusammenbringen zu können. Und ehrlich gesagt, wir können hier im Norden Vorreiter sein, das auf die Reise zu bringen. Und das finde ich schon mal gut, wenn wir Vorreiter sind und Innovationskraft entfalten, das kann dem Land nie schaden. Kommt sogar noch ein weiterer Faktor hinzu, die Nachnutzungsoption. Wir hatten das hier in einem der TMT-Workshops, wo es um das Thema Meeresverschmutzung ging, mit dem Thema Nachnutzungsmöglichkeiten für die geräumten Minengebiete hat man sich noch gar nicht beschäftigt. Wäre aber tatsächlich ein tragbarer Business Case. Wir haben das intensiv diskutiert, was es da für Optionen gibt. Ich will aber noch mal einen Schritt zurückgehen, Jan. Wir haben ja Lösungsszenario 1, Sprengung ist halt eigentlich nur eine Übergangslösung und nicht das, was man sich jetzt eigentlich so vorstellt. Wir haben für zwei andere Lösungen andiskutiert. Einmal das Thema Plattform. Und Jens Greiner sagte, das für einen so Deckel drauf ist ja auch eine Option. Magst du jetzt aus der Wirtschaftsperspektive mal sagen, wie diese zwei Lösungsszenarien, sie sind natürlich noch nicht vollständig durchgedacht, aber sie sind ja zumindest mal ein Lösungsszenario, was auch schon grafisch existiert und auch schon heiß diskutiert wird auf der Konferenz. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich unterschiedlichste Möglichkeiten und wir müssen die Maßnahme der Situation anpassen. Das ist ganz zentral. Also wir reden hier immer von unserer Kolberger Heide, wir reden von der Lübecker Bucht, wo ihr gewesen seid, Jens, wir reden von Pfalzhöft. Das sind alles Gebiete, die sind maximal bis 20 Meter tief. Das ist Munition, die sehr, sehr leicht erreichbar ist. Die ist teilweise intakt, gut kartierbar, auch erreichbar. Das ist nämlich der andere Themenkomplex. Die Munition beispielsweise in der Nordsee ist ein ganz anderer Level. Das heißt, da reden wir tatsächlich davon, dass die Munition teilweise wirklich im Extremfall bis zu 6 Meter unterm Sediment ist. Das heißt, da sind wir tatsächlich noch gar nicht, um da auch mal irgendwie in einen skalierfähigen Ansatz zu kommen, das rauszuholen. Deswegen geht es wirklich darum, dass man sich anschaut, was für Möglichkeiten haben wir, wie ist die Situation vor Ort. Diese Bergungsplattform ist eine unglaublich gute Möglichkeit, dieses Thema der Vernichtung anzugehen. Wir hatten das gerade, wir können das ganze Zeug nicht an Land holen und an Land vernichten, funktioniert nicht. Aber wir haben auch ein großes Thema, das ist die Bergung. Wie bekommen wir das dann einfach dann auch auf die Plattform? Auch da ist noch eine ganze Menge zu tun. Also es ist noch lange nicht so, dass wir jetzt einfach fertig sind und einfach nur loslegen müssen. Das muss man ganz klar auch so sagen. Da ist noch einfach Innovation auch notwendig, da sind neue Ideen notwendig. Aber das ist ja genau das, was wir auf der Konferenz sehen.
Es kommen halt Firmen mit Ideen, es kommt die Wirtschaft mit Ideen. Der Austausch auch mal endlich mal mit der Marine ist klasse. Also wir verstehen einfach mal die Seiten besser. Also wir würden uns einfach unglaublich freuen, wenn wir das intensivieren können, weil die Marine ist notwendig, um das ganze Thema anzugehen. Überall in Europa ist tatsächlich auch die Marine zuständig, außer in Deutschland. Das ist natürlich, weil wir ein föderales System haben. Das ist die Historie, die das geprägt hat. Aber überall anders in Europa ist es tatsächlich die Marine, die zuständig ist. Und das ist halt auch das, was wir haben. Wir haben hier eine gewisse Innovationskraft. Wir haben einen gewissen Vorsprung, den wir uns aufgebaut haben. Und das sollte man dementsprechend jetzt auch mal nutzen. Und ob das nun bedeutet, dass wir Räumplattformen bauen und die skalieren, ob wir vielleicht neue Ideen entwickeln, dass wir das Ganze, ich sag mal, überdecken und somit, ich sag mal, uns Zeit kaufen in dem Fall. Das müssen wir schauen. Das muss im Einzelfall entschieden werden. Das heißt, da ist halt auch noch eine Menge Forschung auch notwendig, um zu schauen, wie geht man mit den komplexeren Fällen dann dementsprechend um. Und das sehen wir jetzt auf der Konferenz. Das sehen wir halt aber auch an der Zahl der Teilnehmer und auch der Herkunft der Teilnehmer. Also wir haben Vertreter aus 31 Ländern, die teilnehmen. Über 600 Menschen, die sowohl physisch als auch digital mit dabei sind. Und das Thema kommt. Wir haben zwei Kollegen vom Ministry of Defense des Vereinigten Königreiches dabei. Und da ist gerade dieses Thema der Zuständigkeit. So, an der, da sind die gerade. So, aber das Thema ist da auch, und das sagte auch ein Kollege, dort hat es dazu geführt, dass eine Landverbindung zwischen Schottland und England nicht gebaut werden konnte, weil die Munitionsräumung dort einfach zu teuer gewesen wäre. Das heißt, es hat einen direkten wirtschaftlichen Impact. So, und das Ganze, wie gesagt, kann dementsprechend halt auch zum Exportschlager werden. Und warum, kann ich Herrn Buchholz nur unterstützen, warum sollen wir jetzt nicht diesen Vorsprung nutzen und daraus was machen? Jens, du möchtest auf jeden Fall was sagen. Ich glaube, wenn was dafür steht, ja auch in der Wissenschaft, was haben wir durch die Corona-Pandemie auch wunderbar erlebt, ist, was Wissenstransfer aus der wissenschaftlichen Grundlagenforschung heraus tatsächlich wirtschaftliche Beschleunigung auf einmal bedeuten kann. Das hat jetzt ja schon auch ein bisschen länger gedauert beim Thema Munition. In den Ministerien war es, ich habe es mir gestern noch mal sagen lassen, seit Ende der 70er Jahre immer wieder Thema in Arbeitskreisen, in verschiedensten Gruppierungen. Es hat viel dazu beigetragen, dass Leute, die sich diesem Thema mit Herz und Blut verschrieben haben, es immer wieder weiter vorangebracht haben. Was braucht es denn jetzt in Zukunft aus der wissenschaftlichen Perspektive heraus, noch mehr, dass dieser doch sehr erfolgreiche Wissenstransfer in euren Beispielprojekten auch schneller gelingen kann? Das ist jetzt ja schon auch ein paar Jährchen ins Land gegangen. Bei den 70er Jahren, da war ich noch nicht ganz dabei. Also ich mache das jetzt seit 2015 und da hat sich schon einiges gegeben. Also wir sind ja zum Beispiel diese kleinen AUVs, die hier hintersteht. Ne? Da sind wir am Geräte einbauen, um die auch schlauer zu machen, intelligent zu machen, dort künstliche Intelligenz einzubauen, Sensorik anzubauen, und damit ist das Projekt Buster, was glaube ich auch schon mal angemerkt wurde, an den Start gegangen, um die Munitionsdetektion effektiver zu machen. Und zwar bei den kommerziellen Räumfirmen. Also nicht bei der Marine macht das auch, aber bei den kommerziellen Räumfirmen. Wir haben auch eine belgische Firma dabei, das ist ein EU-Projekt, da muss man immer belgische Firmen dabei. Da ist die ganz klare Idee, wir wollen die klassischen Methoden, die in der Wirtschaft eingesetzt werden, verbessern durch AUVs, durch künstliche Intelligenz. Die haben das noch nicht. Das ist ihnen nämlich zu komplex. So ein Gerät kaufen, dann brauche ich Techniker. Das ist eben kein Thermometer mehr. Man braucht einen extra Techniker. Und so groß sind die Firmen dann eben doch nicht, dass sie das machen können. Bei der Marine kann man das machen. Das ist ein großer Körper. Die können dann sich auch solche Sachen auch kaufen. Und wir haben gesagt, nein, man kann auch relativ kleine AUVs nehmen, die auch immer noch eine Stange Geld kosten. Die kann man aufbohren sozusagen, dass sie in den normalen Vermessungsablauf eingepflegt werden können. Und dadurch dieser Vermessungsprozess jetzt für die Räume oder für das Detektieren von Munition bei Offshore-Windparks zum Beispiel effektiver wird, schneller wird, besser wird. Und dann lohnt es sich auch von den Kosten her. Und damit sind wir angetreten in diesem Projekt. Ja, und da war eben ein Teil dann dazu, und Jan ist ja auch mit dabei, dass wir sagen, um das noch besser zu machen, muss man eventuell auch große Datenmengen durchrechnen, man muss dann künstliche Intelligenz, man muss in der Cloud rechnen. Und das ist das, was wir machen. Das ist wirklich getailert für einen Markt, dass es dann später kommerzialisiert wird. Da sind wir dann raus. Ne? Wir sind da Forscher und forschen und finden das hochspannend. Wir machen diese Robotik oder diese Robotikentwicklung am Geoma. Also eine Ausgründung bei euch ist auch durchaus nichts Ehrenrühriges. Nein, das kann man auch. Das kann man dann auch machen und wir kooperieren ja eigentlich mit den Firmen auch. Ne?
Aber die Idee ist halt, warum wir das auch gemacht haben, ist, weil wir diese Technologien, das, was wir uns aneignen, eben auch für andere wissenschaftliche Fragestellungen nutzen wollen. Wir wollen einfach schlaue Geräte haben. Und dann wollen wir eben nicht nur Munition finden, sondern vielleicht auch Temperaturgradienten messen oder Chlorophyll messen oder irgendwelche Nutrients in der Wassersäule messen, um naturwissenschaftliche Phänomene besser zu verstehen. Also da befruchten wir uns dann auch selber. Aber dieser Kontakt mit der Industrie ist für uns schon wichtig. Und du hattest fast vorhin so schön gesagt, das geht immer in beide Richtungen. Also wir werden natürlich auch immer durch die Industrie befruchtet. Ja? Ich werde immer angezählt, wenn ich sage, ich möchte noch mehr Technologie entwickeln und Informatiker einstellen. Die sagen mal, wo ist deine wissenschaftliche Fragestellung? Sage ich, ich habe eine, aber ich möchte diese Technologie haben. Und dann kann ich auch mit den ganzen Fragestellungen was anfangen. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass nicht die Wissenschaft die Technologie treibt, sondern die Technologie die Wissenschaft treibt. Kein Mensch hat sich bei der Etablierung von Massenspektrometern überlegt, ich möchte Neodym-Isotope im Atlantik messen, um irgendwie Meeresströmung mir anzugucken. Hat garantiert keiner gemacht. Die haben einen Massenspektrometer entwickelt, weil sie es cool fanden. Also dachten, das mache ich. Ich lasse da Isotopen um die Ecke fliegen. Ja? Und dann kam nachher irgendein Wissenschaftler gesagt, das ist eine coole Sache, das kann ich nutzen. Die Technologie ist nach meiner Meinung oft ein Vorreiter. Auch wenn der geneigte Hardcore-Naturwissenschaftler es immer umgekehrt sagt. Ja? Also ganz viel Befruchtung aus der Technologie in die Natur, in die Naturwissenschaften. Und manchmal haben wir dann auch schlaue Ideen, wo wir uns sagen, gucke mal hier, das ist eine tolle Idee. Wir haben eine ganz spezielle Fragestellung, wo ich Industrie brauche, die das umsetzt. Weil wir machen halt Forschung. Wir machen, also am Geomar machen wir natürlich auch viel Entwicklung. Wir drehen ja auch Gehäuse und sowas alles. Wir können auch löten, das tun wir natürlich auch. Aber wenn ich sage, die Idee könnte sein, dass ein kommerzielles Produkt rauskommt, warum soll ich denn dann nicht gleich die Industrie mit dabei haben? Was übrigens bei der Gründung des ersten Geomars gab es eine Geomar Technologie GmbH. Geomar, das war jetzt 1985, glaube ich, wurde Geomar, das erste Geomar gegründet, dann waren wir zwischen den Leibniz und da. Da war diese Idee dieses Co-Developments mit Industrie und Forschung steht bei uns in den Statuten drin. Also das machen wir, das haben wir dann auch gelebt mit Firmen, die hier auf dem Seefischmarkt sind, wie sie nicht alle heißen, und das tun wir auch, das ist auch eine gute Idee. Und so ist es. Brauchen wir Technology Scouts für das Geomar und was brauchen wir dann auf der anderen Seite als Plattform, als Hub, in dem dann diese Spin-offs weiter wachsen können? Also ich glaube nicht, dass wir Scouts brauchen, weil da sind ganz viele, die wissen ja ziemlich viel. Ja, die Scouts seid ihr selbst, das sind wir da. Wir sind übrigens mit dem Geomar relativ weit vorne, auch gerade was viel Forschungsthemen angeht, weit vor anderen. Also Weltgeltung hat dieses Institut in Kiel. Ja, können wir ja auch mal sagen, ist ja durchaus auch so. Ihr habt jetzt eine Chefin, die durchaus dieses Thema Ausgründungen und mehr auch Wirtschaftsaktivitäten wieder auch ein bisschen höher rankt als vielleicht eine Weile lang vorher. Und das ist auch gut so. Und ich bin ganz begeistert von dem Ansatz zu sagen, lasst euch auch mal von Technologie treiben. Weil ganz oft ist wirklich bei uns so nach dem Motto, nee, also wir wollen ja nur das und das wollen wir noch im Kleinen und so. Wir erleben alle ständig im täglichen Leben, dass bestimmte Dinge sich technologisch weiterentwickelt haben und die Anwendungen daraus hinterhergekommen sind. Also allein dieses Ding hier, ja, man hat ja, das haben wir ja nicht entwickelt, um ein bestimmtes Problem zu lösen, ja, nicht zum Telefonieren ist das im Wesentlichen heute noch gemacht worden. Also Scouts braucht nicht. Was es braucht, ist in der Tat ein Stückchen Plattform. Da fällt jetzt gleich schon die Kachel von der Wand hier, das soll mir zu denken. Frau Daggefördert, das ist in Wahrheit, seid ihr das ein bisschen? Im Sinne von einer Plattform, die die Dinge zusammenbringt, was wissen wir eigentlich über alles von uns wechselseitig? Also wie, und das ist nicht nur Industrie allein übrigens, wie weiß ein mittelständischer Unternehmer, der sich im Bereich der Sensorik zum Beispiel bewegt, wie weiß der davon, was da passiert und was bei der Marine zum Beispiel auch hochinteressant sein kann? Da kann er jetzt so viele Fibeln lesen und Veröffentlichungen, das ist was völlig anderes als mit den Menschen zu reden, mit ihnen verzahnt zu sein, auf so einer Konferenz sich mal zu treffen. Deshalb ist diese Konferenz ja schon mal so ein wichtiges Thema, um auch Vernetzung zu schaffen und Austausch zu schaffen und zu sagen, na, ist ja, es ist nicht nur ein Thema, das für die Industrie interessant ist. Daran hängen viele, viele mittelständische Themen und mittelständische Unternehmen, die im Zweifel auch Innovationen dabei dazu liefern können. Wenn sie wissen,
in welche Richtung da gerade gedacht wird und sich davon auch ein Stückchen inspirieren lassen. Also Plattform in Wahrheit Transmartech, ja. Scouts haben wir da, Unternehmer haben wir da, wenn die öffentliche Hand sagt, jawohl, also wir werden am Anfang vieles davon natürlich finanzieren müssen. Wer soll sonst diese Aufgabe finanzieren? Dann, glaube ich, sind alle Komponenten eigentlich beieinander, um bestimmte Dinge loszutreiben. Und dann, finde ich, ist es wichtig, zunächst mal auch in bestimmten Bereichen ins Machen zu kommen. Weil nur im Machen kriegt man Erfahrungen, wie man die Dinge verändert. Ja? Wir neigen als Deutsche immer dazu, die Projekte so gigantisch groß aufzumachen, dass immer eine eierlegende Wollmilchsau mindestens mal dastehen muss, um von vorne bis hinten alle Prozesse durchdacht zu haben. Und es kommt immer irgendwie ganz anders. Statt zu sagen, nimm doch mal diesen Teilaspekt, wir haben jetzt hier ein klitzekleines Problem. Vielleicht ist es die Kolberger Heide, das ja kein Klitzeplan ist, sondern schon ein großes Problem. Oder vielleicht ist es was anderes, dass wir auf Fahrwegen nicht mehr nur sprengen, sondern irgendwo bergen können wollen. Mit welchen Gerätschaften sind wir das? Und dann lass uns mal da anfangen, ins Machen kommen. Und dabei wird sich zeigen, dass wir ganz, ganz schnell viel Entwicklung hinkriegen. Ich glaube, Sie haben auch gerade eine super interessante Sache angesprochen, die wir ja auch im Rahmen dieser Innovationspotenzialstudie erhoben haben. Es gibt eine ganz enge Community für das Thema Munition im Meer. Und auf der anderen Seite hat diese Umfrage mit den maritimen Unternehmen ergeben, dass einige das Gefühl hatten, sie sind ganz weit am anderen Ende der Kette und denen fehlt noch ganz viel Wissen und überhaupt die Möglichkeit, wo sie andocken können. Wir wollten das erst gar nicht glauben. Wir haben noch mehrmals nachgefragt, weil einfach diese Bandbreite so unheimlich groß gewesen ist. Aber das würde jetzt in diese These reinspielen, zusammenbringen, gucken, dass es einfach eine transparente Art der Kommunikation gibt über die Themen, die eben auch passieren und wo man sich dann eben mit seinem eigenen Know-how andocken kann. Naja, und wo zum Beispiel eine Marine allein, ob ihr Wissen um das Thema Munition. Ja, also selbst wenn man aus dem Küstenforschungsbereich kommt, aus dem Meeresbodenforschungsbereich ist, was Munition eigentlich macht, wie sie funktioniert, wie sie im Zweifel entwickelt worden ist, das Know-how ist ja da. Es ist ja nicht so, dass man es jetzt neu erfinden müsste, sondern das ist ja da. Und Marine kann da, glaube ich, ganz wichtig in Beispiel schon als Know-how-Geber in bestimmten Bereichen liefern. Also, und das alles in Wahrheit gebündelt auf einer Ecke in Deutschland, wo wir das alles hier vor der Haustür haben. Sensationell eigentlich. Da wollte ich noch was zu sagen. Also, brennt es ja schon die ganze Zeit unter den Nägeln zu sagen, das ist doch schließlich Holsteins Urthema. Also wenn wir da nicht draufspringen und sagen, das machen wir und sind dann auch Patrioten und sagen, die Schleswig-Holsteiner werden die weltweiten Munitionsräumer, das ist es doch, oder nicht? Ja, doch, ja ist doch, hat doch mal was. Da kriegt man ja richtig Gänsehaut. Ne? Synthetisches Kerosin fürs Fliegen aus Schleswig-Holstein. Ja. Super, das sind die Dinge, die Welt voranbringen. Ja, ich denke, das ist schon wichtig. Und das müssen wir jetzt eben, denke ich, in Schleswig-Holstein auch mal machen. Und wir sind natürlich sehr eng immer mit Industrie, auch mit den kleinen, wie gesagt, die Marineforschung als auch die Marinetechnologie in Deutschland oder weltweit ist nicht richtig groß. Also ich kenne ganz viele Kollegen, die meisten sind gar keine Deutschen, ja. Und man trifft sich auf den großen Konferenzen und am Ende des Tages sind es 2000 Leute, 3000, 5000 Leute, ja. Und mit denen man näher zusammenarbeitet, sind irgendwie 100, 200 Leute, ja. Das ist eine kleine Community. Und eben auch die Technologie dafür, die kennt man auch. Gibt es so ausgewiesene Meetings oder Shows, wo man dann hingeht und sich die ganze Technologie anguckt. Die Leute kennt man auch, mit denen sprechen wir ja auch ständig über neue Entwicklungen. Wir machen ja auch Geräteentwicklung zum Teil mit denen zusammen oder sind Alpha-Tester, Bravo-Charlie-Tester und sowas alle und sagen, das hat jetzt aber noch nicht so richtig gut funktioniert. Ja, und dann nehmen die das mit und ändern das auch. Also diese Kontakte sind schon da. Und wenn sich dann einer hinten anfühlt, dann hat er irgendwas nicht mitgekriegt vielleicht. Da muss man ihn auch mal sagen, komm, geh mal hin und mach mal. Ne? Also offen sind wir da auf alle Fälle. Und ich denke, wichtig ist es für Schleswig-Holstein wirklich mal zu sagen, das ist unser Thema. Wir schreiben es uns auf die Fahnen. Und Schleswig-Holstein ist auch das Land, was das kann. Wir haben Ost- und Nordsee. Ja? Und wir haben auch mit den, zumindest in der Ostsee, definitiv den Löwenanteil an Munition. Mecklenburg-Vorpommern, da ist nicht mehr ganz so viel. Ja, und in der Nordsee, da ist es dann nicht so sehr Schleswig-Holstein, da sind es dann die Niedersachsen. Da haben die haben das sowieso das allergrößte Problem, ja, von der Menge. Aber vielleicht muss man das auch liegen lassen. Also das relativ schnell beräumbare große Problem liegt hier draußen, Schleswig-Holstein. Ne, das ist Lübecker Bucht, Kolberger Heide und ein bisschen Falzhöft.
Und da kann man wirklich sagen, das können wir räumen. Also es gibt keinen Grund, keinen Umweltgrund zu sagen, hier ist es komplex. Es ist nicht komplex, das Einfachste vom Einfachen, was wir hier haben. Und da müssen wir einfach ran. Und wenn wir das schaffen, wenn man jetzt Geld in die Hand nimmt und wer auch immer diese Plattform, die zur Vernichtung da ist, baut, dann noch die entsprechende Räumungstechnologie dafür, damit die Munition auch auf diese Plattform kommt. Wenn das in 5 Jahren ein Gerät ist, was dann auch getestet werden kann an einem Gebiet X, ja, was wir vorher wunderschön untersucht haben, wo alle Umweltstudien vorher gemacht sind, wo der NABU mit dran beteiligt ist, dann können wir sagen, hier tun wir das. Ich denke, wir finden dann auch Akzeptanz bei der Bevölkerung, die sich möglicherweise drum schlägt, das doch bitte vor ihrer Haustür zu haben. Ja, sie möchten die Ersten sein, wo die Küste wieder frei ist. Kann natürlich auch sein, ich möchte nicht der Erste sein. Das ist eine neue Erfahrung, die wir da machen, dass ein Projekt nicht verhindert werden soll. Genau, sondern dass sie sagen, ja bitte hier, mach's mal hier. Das wäre ja mal toll. Ne? Ja. Und wenn man das einmal gezeigt hat, ich glaube, dann ist der Business Case, dann geht die Klappe zu, rums. Dann kommt also erstmal Deutschland, oh gut, der Bund muss das finanzieren, weil es gibt keinen anderen Geldgeber als, denke ich, den Bund zum Großteil, der das bezahlen könnte. Aber wenn wir das zeigen, bin ich mir genauso sicher, die Dänen, die Belgier, die Briten werden sagen, na, ihr habt ja was Feines gebaut, können wir das bei euch kaufen? Jetzt muss man den Lokalpatriotismus aus politischen Gründen ein bisschen abdämpfen, weil der Bund ansonsten sagt, guck mal, die dann schaffen sich alleine eine ganze Wirtschaft für Schleswig-Holstein ganz alleine und lassen die anderen am Rand laufen. Nehmen Sie mit, ja, ist ja super. Wir nehmen Sie in Teilen gerne mit, aber wir haben einfach so viele Vorteile im Verhältnis zu den anderen. Ja. Forschung, wir haben Unternehmen, Werften, Marine, das entsprechende Gebiet zum Räumen vor der Tür, alles vorhanden. Alles vorhanden. Die Dinge sind locker zusammenbringbar. Abschließend jetzt die Frage aus meiner Warte. Ich war ja vorher im Bereich Softwaretechnologie tätig. Wir haben digitale Geschäftsmodelle entwickelt. Der Grundsatz war immer, zeig mir, womit du Geld verdienst. Und jetzt würde ich gerne nochmal an Sie die Frage stellen, Herr Schönbach. Was für eine Rolle spielen dann eigentlich Ausschreibungsverfahren für die Marine? Also das ist ja tatsächlich auch nicht ganz so von der Hand zu weisen. Ich beschreiben Sie das mal. Dachte, in welche Richtung Ihre Frage geht, nach dem Motto, wo können wir jetzt hier Geld verdienen? Das ist ja das, und das wird natürlich jeden Steuerzahler, ich bin ja auch Steuerzahler, immer wieder das Traurige, wir können immer nur Geld ausgeben. Nein, also eigentlich müssen wir die Frage umgekehrt stellen. Also welche Technologietransfer, also über alles, was wir gerade gesprochen haben im Technologietransfer, müsste eigentlich die Ausschreibung in diesem Falle pushen. Und wenn Sie mir gestatten, nochmal 2 Sätze zurück, und ich freue mich ja über diesen Optimismus, den auch der Herr Professor nach dem Motto, das ist alles so einfach, aber so haben Sie es sicherlich nicht gemeint, das ist klar, das verstehe ich schon. Und nicht um mich, ich sowieso nicht, also die Marine aufzudrängen, sondern letztlich nur als einen Baustein. Wir sind ja auch nicht alleine, es ist ja nicht die deutsche Marine. Und bei übrigens, und das sage ich jetzt einfach mal, Werbung in eigener Sache, bei diesem üblichen Ritual nach dem Motto, alles zu bespötteln, was die deutschen Streitkräfte also alles geblich nicht können, da sind wir richtig gut. Da sind wir auch international richtig weit vorne. Wir haben nicht mehr das Allerneueste vom Neuesten, aber das, was wir haben, das liegt natürlich auch an der Budgetierung, ist wirklich klasse. Und wir haben, da gibt es eine Formulierung, der Minister wird es kennen, die Dauereinsatzaufgaben. Die Streitkräfte, genau wie Polizei und andere, übernehmen ja in bestimmten Bereichen Dauereinsatzaufgaben praktisch im on behalf of. So wie zum Beispiel in der Nordsee seinerzeit, als noch groß frommig verklappt wurde, dass wir diese für das Bundesverkehrsministerium, in diesem Fall Umweltministerium, Patrouillenflugzeuge fliegen lassen, um das eben zu beobachten. So ähnlich, kann natürlich nicht entscheiden, ich mache hier keine Politik, ich kann das nur einfach als Bürger sagen, wäre natürlich eine Möglichkeit, ein Baustein zu sein, einer Dauereinsatzaufgabe, weil wir nämlich genau das, Herr Professor, was Sie vorher sagten, kleinteilig, außer Sie würden immer im Verbund agieren, kleinteilig wird das nicht funktionieren, sondern das kann nur eine große Organisation machen. Und das für die Bundeswehr, der Bund in diesem Falle, Exekutivorgan Bundeswehr, unter Abteilung Marine, mit diesem Blick auf eine Dauereinsatzaufgabe. Und dort ist auch Technologie voll. Und dann kommen wir zur Ausschreibung. Gut, das ist 87a und B. Sie wissen, diese besonderen, ne, Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, aber letzten Endes ist es am Haushalt gebunden. Das ist dann 87b, sprich die zivile Seite, die Bundeswehrverwaltung muss das machen. Wenn das aber gewollt ist, also eine politische Forderung ist, und wir quasi als Mitträger das tun, und vor allem wir holen ja, und das tun wir ja jetzt auch gerade beim Thema Minenräume, überhaupt beim Ordnance Service, haben wir ja auch Engländer, Briten, Amerikaner, Franzosen, alle mit dabei und befruchten uns ja insofern gegenseitig. Es gibt ein großes Mine Warfare Center, wo wir auch immer wieder lernen, das ist auch ein Technologietreiber, an dem
wenn es politisch gewollt ist, wir alle zusammensitzen, weil wir dann einen, sagen wir mal, quasi einen für die zivile Seite oder für die Gesellschaft einen Dienst erbringen, der nur von Militärs gemacht wird. Ich meine, das ist nichts Besonderes, wir sind ja auch Bürger, halt nur in Uniform, um dieses zu machen. Und dann sehe ich dort eine Chance. Und die Ausschreibung, das muss eben als politischer Wille in Richtung der Beschaffung und damit auch, wir vergeben ja auch Forschung und Technologiegelder, und dann ließe sich das sicherlich machen. Den Bedarf möglicherweise für so eine Vernichtungsplattform im militärischen Sinne? Ich, weil irgendwann war mal... Also jetzt, so wie wir das vorher besprochen haben, also eine Bergung, das war ja das Problem, dass wir das bergen, das ist ja im Moment... So eine Plattform irgendwann zu haben, ist eine Geschichte, dort zu delaborieren. Nur der Punkt ist der, ob der Minentaucher, ich habe es mal ganz grob schnitzartig, ob der Minentaucher, der jetzt runtergeht zum Klassifizieren, Identifizieren, zu identifizieren, welche Vernichtungsladung anzubringen ist, dieses als Experte tut und am Ende die Sprengung herbeizuführen. Wenn er sein Aufgabenspektrum, damit natürlich auch seine Ausbildung, erweitert würde, wie eben beim Amts, ich nenne das jetzt mal ganz leinhaft Amtstaucher, dass er dann auch delaborieren kann, auch messen kann, um im Verbund mit, um dieses, was wir heute Abend besprochen haben oder besprechen, eben auch anteilig zu machen, dann ist es die Frage, ob nicht möglicherweise der Bund, das Land oder wer auch immer, solche Plattformen, die wir dann zu entwickeln sind, eben auch durch uns zu betreiben sind, weil wir es vielleicht als Großorganisation leichter können und tun dies im Auftrag. Das ist jetzt einfach mal ein Gedanken. Ist eine Möglichkeit, der liberale Minister sagt sofort, er könnte sich auch privatwirtschaftliche Unternehmen dabei vorstellen und die Marine eher als derjenige, der vielleicht auch mit den Dingen, die in anderen Bereichen der Marine ja daran auch partizipieren können, an diesem Thema, ja, Minenräumer sind ja auch für den militärischen Einsatz wichtig und alles, was man an Technologie da weiterentwickelt, ist letztlich nutzbar zu machen an der Stelle. Ja. Ich sage jetzt mal auch andersrum, wir haben ja die ein oder andere Company hier, die gar nicht so weit weg von hier sitzt und mit dem Vergabeverfahren des Bundesverteidigungsministeriums durchaus seine Erfahrungen hat und auch permanent von öffentlichen Geldern lebt, weil sie nur die Marineausstattung irgendwo auf der Welt immer im Blick hat. Solche Unternehmungen sind ja möglich, dass die das machen. Welcher Ansatz da sich durchsetzt, ist ehrlich gesagt mir zum Schluss, ja, ergibt einen Markt. Es ist Marktwirtschaft. Ja. Wer da der Beste ist und wer es am besten kann und wenn es nicht zu machen ist durch eine private Firma, weil die alle sagen, oh nee, wir strecken da die Hände, dann ist es in der Tat vielleicht eine Marine, die es betreiben muss. Aber ich wäre immer erstmal dafür, das berühmte Markterkundungsverfahren zu machen und zu sagen, bietet sich nicht einer an. Und er sagt, wir machen das auf diese private Art und Weise, weil ich schon viel davon halte, dass das dann an der Stelle ein bisschen Schwung bekommt. Der will nämlich dann nicht nur das Marine-Thema betreiben, sondern der will es im Zweifel auch für den Export bauen und noch woanders Märkte. Denn da oben drauf muss ich natürlich aufsetzen, um Ihre Frage nach dem Motto des Business Case. Das kann es für uns, darf es ja auch gar nicht genau, sein. Genau, darf es für Sie darf nicht, es nicht sein. Und wenn wir es tun könnten als Bridging Technology, bis das dann so reif ist, weil der Bund oder das Land oder die Gesellschaft erkennt, hier ist etwas zu tun, die Bundesmarine könnte das tun, dann können wir das tun, solange eine entsprechende Möglichkeit eingerichtet ist. Und dann muss man sich da auch wieder zurückziehen, weil das dann eben wieder auf der zivilen Seite ist. Das ist die grobe Idee, wie man es machen könnte. Du möchtest noch was sagen? Haben wir noch die Zeit? Ich frage, gebe an Jan die Frage kurz, ob wir, weil wir nähern uns so ein bisschen dem zeitlichen Limit, auch wenn es jetzt ja richtig spannend wird. Vielleicht an dieser Stelle ganz passend dazu gibt es nämlich eine Frage im Chat, die genau den Punkt der Entsorgung anspricht. Es wurde hier sehr stark auf wirtschaftliche Aspekte abgezielt. Die Frage aus dem Chat ist letztendlich, wie genau die Entsorgung eigentlich laufen kann, vor allen Dingen entweder an Land oder an entsprechenden Plattformlösungen. Die Frage, die sich daran anschließt, ich glaube, der erste Aspekt der technischen Möglichkeit ist eine Frage an Jan Wendt oder an Herrn Professor Greinert. Die nächste Frage, die sich daran anschließt, ist, wie wird die Landesregierung in Schleswig-Holstein der Verantwortung gerecht, auch entsprechende Entsorgungskapazitäten mit bereitzustellen, ist eine Frage, die sich noch aus dem Chat ergibt. Ich glaube, die passt ganz gut. Insofern würde ich aber erstmal sagen, vielleicht starten wir mit die technische Möglichkeit der Entsorgung. Wie genau läuft das ab und vor allen Dingen auch, wie kann so etwas ablaufen auf einer möglichen Entsorgungsplattform auf See? Auf See passieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, weil einfach die Kapazitäten an Land nicht existent sind. So, und einfach, ich glaube auch nicht, dass irgendwer diese ganze Munition durch den Elbtunnel
schiffen möchte. Das bedeutet, dass wir das definitiv auf See machen müssen. Und es wird eine Art der thermischen Vernichtung sein. Aber wie genau das dann explizit abläuft, ich weiß nicht, Jens, vielleicht hast du da noch, aber das ist auch dann tatsächlich nicht unsere Baustelle in dem Moment. Wir sind daran beteiligt, auch an entsprechenden Anträgen, die jetzt beim BMWI als Skizze eingereicht werden, mit Firmen und auch übrigens mit der GK, uns zu überlegen, also die überlegen und wir sind, machen immer das Umweltmonitoring dazu. Ne? Man muss eben diese ganzen Methoden, die entwickelt werden für die Vernichtung, sollen natürlich auch sauber ablaufen. Und da kommen wir dann immer mit ins Boot. Kann ne? Ich kann ja schon mal sagen, also wie gesagt, bei ThyssenKrupp Marine Systems gibt es ein Modell, ein Plattformmodell, wie man sich es vorstellen kann, insbesondere wenn es nicht um Einzelräumungen geht, sondern wenn es um so größer flächige Kolberger Heide, andere Bereiche gehen könnte, wo auf der Plattform in der Tat vorgesehen ist, dass durch Robotik, also Roboter, die da im Zweifel unten am Meeresboden dann Dinge in Stahlbehältnisse einlegen, also dieses Ding richtig physisch bergen. In der Kolberger Heide fehlen überall die Zünder da drin, deshalb macht es ein bisschen einfacher. Da muss man dann jedenfalls nicht Sorge haben, dass man noch die Zünderseite trifft, um das Ding in die Nöse. Also da kann man die in diese Boxen verbringen, das sind Stahlbehälter, die werden hochgehoben, auf die Plattform gebracht und dort vollautomatisch, ohne dass ein Mensch sie berührt, als Dinge in einen Zersägebereich gebracht. Dann werden sie an bestimmten Stellen geöffnet, dann wird geguckt, dass diese Inhalte davon separiert werden und dann werden die äußeren Metalle zerlegt, geschnitten und gegebenenfalls so klein gemacht, dass man sie als Zusatzrohstoff wieder hinterher verarbeiten kann. Alles draußen auf einer Plattform. Ja? Könnte so gehen. Kann auch ganz anderes Modell geben, keine Ahnung, wer da vielleicht noch ein anderes Modell hat, aber ist jedenfalls erstmal was, wo mir einer was zeigt, wo man Vorstellungskraft hat zu sagen, ja, oh, kann funktionieren. Also, und alle die Einzelprozesse, die da drin stecken, beherrschen die. Weil sie das an anderen Formen von Schiffen, Booten, Plattformen einbauen. Also da ist jetzt nichts, wo sie sagen, nee, das ist jetzt völlig unbekannt. Alles technologisch Dinge, die man zusammenbringt, die sie können. Und da sage ich mal, klingt viel dafür, dass man, wenn man die so zusammenbringt, da auch eine funktionsfähige Plattform beieinander hat. Und das, finde ich, ist doch erstmal der erste wichtige und gute Ansatz, mit dem man beginnen könnte, wenn man einen hat, der das auf diese Art und Weise macht. Ganz Michael Lichterkor, also alles können die noch nicht. Nein. Die robotische Zerlegung von Munition hat noch keiner durchgeführt. So, das sind die Ideen, die sie machen wollen. Ich denke, dass das möglich ist. Man kann ja auch Autos mit Robotern bauen. Ja, ich komme aus Wolfsburg. Da gibt es die damals Halle 54, die erste Halle, die überhaupt Roboter hatte. Und ich habe mich schon damals gefragt, also so einen Roboterarm zu steuern, ist kein Hexenwerk mehr. Ja? Das kann man machen. Ist bloß noch nicht passiert. Robem hat das Genick gebrochen. Das nächste, was dann machen muss, und da gibt es auch noch Entwicklungsbedarf, ich sage nicht, dass das nicht geht, ich sage nur, es gibt noch ein bisschen Forschung, ist noch nicht alles da, ich tue es zusammen. Also die robotische Sache ist noch ein Problem und die Vernichtung. Zurzeit wird in der GK Munition zerschnitten und dann in kleinen Paketen in den Verbrennungsofen getan. Die Frage ist, kriege ich das schnell genug skaliert? Ne? Da müsste eventuell bei der Methode der finalen Vernichtung auch noch etwas gemacht werden. Da gibt es andere, da will ich jetzt gar nicht so viel drüber sprechen. Da gibt es aber auch Ideen, dies zu tun. Das ist Fraunhofer ICT unten, die jetzt auch einen Antrag zusammen mit der GEKA schreiben wollen. Wenn man das hat, wenn man diese kleineren Baustellen jetzt so schnell es geht finanziert, kleine, nicht das ganze Ding gleich, sondern sagen, dich als Modul brauchen wir noch, dich brauchen wir noch und dich brauchen wir noch. Wenn wir die jetzt wirklich schnell anschieben, und dann sagen, jetzt können wir die Komplettlösung, jetzt können wir das Set zusammenstellen, dann sind wir, glaube ich, dabei, das zu tun. Ich glaube ja immer daran, wenn man einem Generalunternehmer so einen Fisch hinhält und sagt, du pass mal auf, wenn du das machst, dann ist das deine Sache. Da muss ich jetzt nicht als mit Steuergeld Jonglierender sagen, du können wir das nochmal machen und können wir das nochmal machen, sondern das lasse ich marktwirtschaftlich doch den machen, der mir die Leistung abliefern soll. Und dann sage ich dem, pass mal auf, du kriegst für das Ding, wenn du es hinbekommst, die und die Kohle. Dafür musst du sehen, dass du damit klarkommst. Dann wird der von sich aus die besten Firmen einladen, um das dann tatsächlich auch weiterzuentwickeln. Marktwirtschaftlicher Ansatz. Ja, also ich würde da sagen, so eine gesunde Competition, ja, in sagen, eine Ausschreibung zu machen, wir suchen Verfahren für die Vernichtung, also jetzt nicht das Full Monty, sondern nur für die Vernichtung von Sprengstoffen aus Munition. Nein, also wir wollen doch nicht, dass die dem Ding
alleine bleiben. Ich habe noch ein paar andere Werften im Lande, die haben zurzeit auch leere Auftragsbücher. Wenn das kein Hexenwerk ist und wenn man das in Teilen jedenfalls auch mitbearbeitet, dann sagen die doch auch, Mensch, das kann, an dem oder an dem Teil könnte ich im Zweifel was dazu tun. War früher in Schleswig-Holstein nicht unüblich, dass auch für militärische Werftanlagen alle anderen Werften rundherum irgendwo bestimmte Dinge zugeliefert und gemacht haben dabei. Wenn erstmal der Impuls ausgelöst ist, dass man damit Geld verdienen kann. Und der Impuls ist wichtig. Sorry, wenn ich das sage. Und vielleicht ist es auch, wenn Sie einen Wirtschaftsminister einladen, zu sehr wirtschaftlich heute Abend. Sorry. Aber der wahre Drive in das Spiel kommt rein, wenn Menschen damit Geld verdienen können. So, das ist klar. Wenn und da kein Geld fließt, passiert da nichts. Davor geht alles relativ langsam, danach geht es relativ schnell. Ja. Ich wollte nur sagen, die Plattform ist noch nicht ganz da. Es gibt noch Sachen zu erforschen und nicht nur zusammenzustellen. Also ganz so flott geht es nicht. Dass es eine Herausforderung insgesamt noch ist, ist ja klar. Aber Herausforderungen anzunehmen und zu sagen, hey, das ist doch mit Innovationskraft lösbar. Lösbar ist das auf alle Fälle. Auf alle Fälle ist das lösbar. Das ist für mich ein technisches Problem. Und technische Probleme kann man lösen. Das geht. Und ich glaube auch nicht, also wie gesagt, in 10 Jahren steht das Ding, bin ich mir sehr sicher. Und ich sage auch, 2040 ist die deutsche Ostsee-Munition auch frei. Ja, das ist doch mal eine Aussage. Ist mal eine Aussage, ja, ne? Glaube ich. Ja, aber aus unternehmerischer Sicht, wo siehst du die Wertschöpfungspotenziale entlang der Prozesskette im Wertschöpfungsprozess? Also, weil das, was Minister Buchholz eben angesprochen hat, haben wir auch in Teilen in dieser Studie genauso rausgearbeitet, dass eben selbst wenn man einen Generalunternehmer hat, tatsächlich da noch viele andere Unternehmen eben auch von diesem Generalunternehmer profitieren können. Ja, erstmal der Start der gesamten Prozesskette ist tatsächlich erstmal im Verständnis, wo befinden wir uns und was ist das Problem. Das heißt, die Informationssammlung bis hin wirklich ganz zum Ende, ich sag mal, die Nachverwertung der potenziellen Rohstoffe oder die finale Entsorgung des Ganzen. So. Und dazwischen, das ist ein riesiges Konglomerat an Chancen tatsächlich, was wir dort haben auf allen verschiedenen Ebenen. Ob das nun die Digitalisierungsperspektive ist in dem Ganzen, das heißt die Datenerhebung, die Detektion, wo es darum geht, autonome Fahrzeuge in Schwärmen dann dementsprechend halt auch zu entwickeln, die auch dann wirklich großflächig kartieren. Momentan die Kartierung, die ihr gemacht habt, ist noch nicht in der Form skalierfähig. Man müsste dann mit einer Menge Schiffen arbeiten einfach. So, und da ist sicherlich eine ganze Menge Optionen, auch die maritime Meerestechnik dann hier im Land auch voranzubringen. Und dann geht es im Prinzip darum, diese Thematik der Bergung, alles was dort mit der Robotik zu tun hat, wie bekomme ich eigentlich dieses Stück Munition oder den Rest der Munition, das heißt, da kommt ja noch eine gewisse Komplexität rein, im Normalfall sind die ja nicht mehr so easy handelbar. Wie bekomme ich das mit Robotik dann in den Korb gelegt, der dann dementsprechend zur Plattform fährt? Ich glaube, da ist ein unglaubliches Potenzial und das sehen wir hier eigentlich ganz gut. Dieser Transfer, das ist, glaube ich, der sehr spannende Themenkomplex. Wie kriege ich möglichst schnell das, was in der Wissenschaft erdacht wird, in einen produktiven Betrieb? So, und da haben wir tatsächlich auch jetzt, also in der Zusammenarbeit mit Forschung, wir haben viele Projekte jetzt gemacht, auch im internationalen Kontext, wir haben eine Menge Lehrgeld bezahlt. Wie funktioniert Transfer einfach und wie funktioniert Transfer einfach auch nicht? Also, weil es ist so, eine Wissenschaft baut nie ein Produkt, das ist auch nicht die Aufgabe von Wissenschaft. Eine Wissenschaft baut vielleicht einen Demonstrator oder einen Prototyp. So, aber wie kriege ich das denn in einen Markt? Wie kriege ich das marktfähig überhaupt? Und das ist definitiv nicht so einfach und das braucht Räume wie beispielsweise das Transmartec natürlich, wo man sich austauscht, wo man überhaupt mal diesen Austausch forcieren kann, an die unterschiedlichen Spieler mal mit an Bord bekommt und auch mal darüber spricht. Ja, wo hat man mal die Möglichkeit, mit der Marine mal zu diskutieren? Wo hat man mal die Möglichkeit, mit der Forschung dann an solchen Themen zu arbeiten? Und ich glaube, wenn wir diesen Transfer schnell hinbekommen, das möglichst effizient gestalten und das Ganze an die Wirtschaft koppeln, dann haben wir eine Chance, irgendwo nicht in 2 Jahren, nicht in 10 Jahren, vielleicht in 5 Jahren irgendwo dann zu sein und dieses Ding produktiv zu bekommen. Also ist eine Herausforderung, definitiv auf allen Seiten, aber das soll es ja sein und das soll uns dann ja auch dementsprechend so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hier verschaffen. Wenn wir so eine halbe Stunde hätten, würde ich über Open Innovation sprechen wollen. Das fände ich nämlich jetzt super reizvoll, weil du ja gerade gesagt hast, Mensch, es braucht irgendwo diesen Raum, in dem auch Innovationsfähigkeit über Transfer zustande kommt. Aber was wir hier ja auch erleben, ist auch tatsächlich ein großer Respekt vor diesem Thema Open Innovation und der Angst davor, dass jemand mit dieser Idee dann wegläuft und da so ein eigenes Ding draus dreht. Aber ich glaube, das müssen wir auch mal auf eine andere Diskussionsrunde vertagen, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Haben wir da noch Fragen im Chat, lieber Jan? Ich hätte noch eine Antwort, ja. Bin ich noch schuldig, welche Kapazität die Landesregierung darauf setzen würde. Also da muss man jetzt mal sagen, ne, was ich nicht befürworte, ist, dass wir eine Munitionsräumungsbehörde einrichten.
Das braucht kein Mensch. Ja? Was wir brauchen ist, dass ein Umweltministerium des Landes, ein Wirtschaftsministerium, ein Tourismusministerium gemeinsam sagen, wir haben diese Herausforderung, wir wollen den Auftrag dafür erteilen und wir brauchen dafür die Mittel. Dass wir als Land nicht in der Lage sind, diese Mittel alleine zu stemmen, habe ich vorhin gesagt. Dass wir aber möglicherweise auch Fördertöpfe dafür realisieren können, ich sage jetzt mal in der Zukunft auch aus europäischen Bereichen, sagen, dass wir auf, da wollen wir eine bestimmte Innovations- und Fortbildungsrolle öffnen. Dass der Bund dazu was geben muss, dieses Geld zusammenzutroppeln, das ist jetzt der politische Job, den wir zu machen haben. Und da wird Kollege Albrecht als Umweltminister und ich im Hintergrund, wenn wir gefragt sind bei Koalitionsverhandlungen in Berlin, sicherlich schon mal sagen, pass mal auf, dieser Bereich ist mit einem bestimmten Budget auszustatten, damit das da richtig losgehen kann. Und dann sind wir dafür, und das ist unser Job dann, die Aufträge dafür zu erteilen und zu sagen, Leute, das und das wollen wir von euch haben und dann mal los, das haben wir dafür zur Verfügung und dann kann es in diesem erst ins Machen gehen. Das ist das, was wir, glaube ich, tun können. Die Aufgabe jetzt insbesondere für die finanziellen Mittel dafür zu sorgen, ist übrigens nach der Pandemie keine so ganz leichte Aufgabe. Ne? Also schon mal auch beim Bundesverkehrsministerium vorgesprochen, weil es ja sich um Bundeswasserstraßen handelt und so. Ja, also Staatssekretär Gündner jedenfalls hat gesagt, dass das Thema von großem Interesse im Bundesverkehrsministerium ist und dass man selbstverständlich sich gerne die Ansätze, die wir hier oben entwickelt haben, ansieht, hierher kommt, mit den entsprechenden Spielern auch mal versucht, ins Gespräch so zu kommen und so. Und natürlich ist es jetzt nicht, dass irgendwie ein bayerischer Bundesverkehrsminister sofort die Notwendigkeit der Munitionsräume im Norden sofort sieht. Nicht? Also da muss man noch werben weiter dafür, dass das auch aus diesem Topf geht. Munition gibt es auch in Seen übrigens. Ja, aber ist jetzt nicht so eine Größenordnung, dass es da... In dem Augenblick, in dem Sie im Chiemsee so viel Munition finden, dass es sich da lohnt, haben wir sofort die Bayern an Bord. Dann werde ich mir das aufschreiben, dann fahren wir in Chiemsee. Also ich bin sicher, dass dort Munition ist. Und ja, kann, also die Frage ist, an welchen Größenordnung? Ne? Das kriegen wir hin. Da manipulieren wir die Bilder ein bisschen, dann wird das größer. Vielen herzlichen Dank für die genaue Antwort, auch noch zu der Frage, da bin ich sonst noch drauf zurückgekommen. Eine letzte Frage gibt es tatsächlich noch aus dem Bereich Social Media, die darauf abspielt. Herr Admiral, Sie sagten bereits gerade, im internationalen Vergleich ist die deutsche Marine gut ausgestattet, hat eine gute Expertise im Bereich Munition im Meer. Gibt es denn da auch Anfragen von Seiten anderer Marinen, gerade auch zum Beispiel im Ostseeraum, hatten Sie bereits eingangs auch schon gesagt, dass Deutschland dort den Sonderfall darstellt und eben die Marine dafür nicht eine Zuständigkeit hat, sondern in Form der Amtshilfe tätig wird. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, eng damit verknüpft, bezieht sich auf den Aspekt Amtshilfe. Hier, wie auch zum Beispiel im Falle der Corona-Pandemie, leistet die Bundeswehr aktive Amtshilfe und damit trägt es ja auch zu einem anderen Bild der Streitkräfte bei. Wie bewerten Sie die mögliche Rolle der Marine auch im Bereich Munitionsbeherbergung? Wäre das ein Anknüpfungspunkt auch noch für ein neues Verständnis der Marine in Deutschland, in der Gesamtbevölkerung? Also das Letztere ist schnell und leicht zu beantworten, in der Tat. Also ich glaube nicht, also es würde selbstverständlich das Bild dann nochmal schärfen, in diese Richtung auch nochmal, weil es unerwartet ist, auch wenn die Eingangsfrage war, eigentlich hätte doch mal Munition in der See was mit der Marine zu tun. Ich sehe es dann eher unter den Professionellen und insbesondere dessen der Geist, der heute Abend hier doch hochkommt. Ich glaube schon sehr wohl. Sie haben es in der Corona-Pandemie gesehen, auch bei anderen Dingen, ob es bei Hochwasserhilfe ist. Ich will jetzt hier nicht, dass jetzt irgendjemand ein Taschentuch rausrubbt, um mir die Tränen zu trocknen, die ich nicht vergießen werde. Ich glaube, und das ist natürlich auch der Punkt, ich bin 37 Jahre Soldat. Ich habe das, wie viele andere, auch gesehen, wofür Streitkräfte auch da sind. Und wir haben natürlich neben dem Außenauftrag auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Immer dort, wo wir helfen können. Und wer sich an Helmut Schmidt, Gott hab ihn selig, erinnert, hat auch Grenzen überschritten, um Bundeswehr und Streitkräfte möglich zu machen, weil sie der Bevölkerung hilft. Und ich sehe mich auch in diesem Falle als Bevölkerungshilfe, nur kann ich nicht aktiv das machen, sondern kann es eben nur auf Anfrage tun. Aber klar, selbstverständlich würde das noch dazukommen, wenn es denn nicht ohnehin durch unsere Friedfertigkeit, die wir tagtäglich beweisen, ohnehin der Fall ist. Aber in der Tat, also um diese Frage zu beantworten, ja, auf jeden Fall. Und ich halte es auch für gut und richtig. Aber wie gesagt, es ist eine politische Entscheidung. Zur ersten Frage.
Sie müssen mal unterteilen zwischen dem, wer ist verantwortlich, auch wenn der Herr Minister das natürlich nochmal deutlich gemacht hat, dass es das Land Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich genauso wenig alleine könnte. Dass wir Amtshilfe ja in diesem Falle bezieht sich ja immer auf das nationale Territorium, sprich auf die Territorialgewässer der Bundesrepublik Deutschland. Das geht nur, wenn die Landesbehörden das in diesem Fall erfragen. Internationalen Gewässer ist dann im Konglomerat mit allen anderen, wäre der Bund quasi der, wobei wir in diesem Fall ja ein Exekutivorgan, wenn Sie so will, des Bundes sind. Im internationalen Bereich in der Tat, noch einmal, sind wir dort sehr gut aufgestellt. Wir haben wirklich, auch insbesondere was die Ostsee betrifft, eine einmalige Expertise, die dazu geführt hat, dass zum Beispiel in Rostock jetzt im Marinekommando tatsächlich auch dort eine besondere baltische, zukünftig in der Baltischen See, also in der Ostsee, eine besondere Verantwortung, Koordinationsverantwortung kommt. Und dort sind alle Anrainerstaaten, die selber Minensuch- oder Minenbekämpfungseinheiten haben, die in der Tat dort aber in der Vorhand die jeweiligen Marinen sind, besuchen die in Teilen sowohl in den nationalen Gewässern, bei uns nicht der Fall, nicht jedenfalls nicht vorrangig, aber in den internationalen Gewässern, denn das ist ja, wir reden jetzt hier von 1,5 Millionen Tonnen, aber das ist ja noch ein Vielfaches mehr. Und das betrifft die internationale Schifffahrt und da sind wir nun mal ein großer Teil davon. Und dort sind wir für die, sind ja alles kleinere Nationen, sind wir der Nummer 1 Partner. Und deswegen ist es so wichtig, und da komme ich dann, das schlägt die Brücke zu der Frage nach Ausschreibung und der Technologietreiber für uns, denn auch wir brauchen jetzt auch immer wieder eine Fortsetzung der Technologie und eine Verbesserung der Technologie und auch KI in der Zukunft. Nicht nur, und hier verstehe ich selbstverständlich die Nöte, aber eben auch wir für unseren anderen Auftrag. Und das ist eben diese Win-Win-Situation. Lasst uns gemeinsam dieses nach vorne treiben und auch derjenige, der mich jetzt hier reden hört und sagt, oh Gottes Gott, da werden Gelder ausgegeben, um dann irgendwas Böses mit Militär zu machen. Militär ist für die Gesellschaft da und für die Menschen hier, um uns zu verteidigen. Und wenn wir zusammen als Träger einen Technologieschub haben, der uns allen nützt, dann nützt er hier dieser Idee, aber uns eben in unserem Verteidigungsauftrag. Also klare Frage, ja, wir sind dort die Nummer 1 Partner, wir brauchen diesen Technologietransfer, den Wissenstransfer und den Schub, sowohl für militärisch als auch in diesem Schnittstelle zivil-militärisch und das hilft uns allen letzten Endes mit der Altmunition in See. Man muss auch mal ganz deutlich dazu sagen, dass gerade das, was an militärischer Entwicklung in der Vergangenheit da gewesen ist, immer zum Technologietreiber in anderen Bereichen beigetragen hat. Wir hätten viele Technologien nicht, wenn es nicht zunächst mal auch eine militärische Entwicklung dabei gegeben hat. Die kann man jetzt immer mit IGIT oder sonst was betrachten. Ich betrachte sie so, dass wir unsere eigenen Soldaten, wenn wir sie irgendwo in der Welt unterwegs haben wollen, ja mit dem besten Material ausstatten wollen, das sie schützt, das ihnen hilft und das für Sicherheit irgendwo auf der Welt sorgt. Und ehrlicherweise kann ich daran nichts Schlimmes finden, wenn dann in dieser Art und Weise auch dabei ein Technologieschub auch durch die Marine mit initiiert wird. Das ist etwas, wovon wir hier immer in diesem Land sehr, sehr profitiert haben. Da muss man einfach, glaube ich, mal auch ganz deutlich sagen, dass gerade hier, wo so Schiffe gebaut worden sind, diese Technologieentwicklungen für den Rest der Gesellschaft immer ein wichtiges Thema waren. Es gibt keine weiteren Fragen aus dem Chat oder im Bereich Social Media. Insofern würde ich auch mit Blick auf die Uhr noch einmal an dich, Nele, übergeben wollen. Vielen Dank. Bleibt mir auch gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ich das eine spannende Runde finde. Wie gesagt, ich hätte noch sehr viel länger gerne über das Thema Open Innovation gesprochen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben, glaube ich, alle mitnehmen können. Wir haben den Wissenstransfer in einer absolut vorbildlichen Funktion hier erlebt und auch gehört. Man spürt auch diesen Willen von beiden Seiten, wirklich thematisch das Ding voranzubringen. Wir haben echte Chancen für den Norden, für den echten Norden. Es ist ja nicht ohne, also es ist einfach ein Spruch, der echte Norden mit den echten Chancen. Ich glaube, Ihr Podcast heißt auch so, echte Chancen. Es gibt nochmal einen kleinen Werbeblock an der Stelle. Was ist mein Job? Ja? Chancen ermöglichen. Und das ist eine Riesenchance für dieses Bundesland, tatsächlich skalierbar weltweit. Was wollen wir mehr? Wir können ökologisch richtig der Gamechanger sein, ist ja auch mal ganz schön, in dieser Rolle zu sein. Aber wir müssen es jetzt noch machen. Und mit diesem doch sehr positiven Schluss, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchten wir Sie aus Kiel verabschieden. Wir haben heute gezeigt,
ein umfangreiches Bild der Lage, Munition im Meer und potenzielle Lösungsansätze unterschiedlicher Akteure. Was denkt die Wissenschaft? Wie ist der wissenschaftliche Stand dazu? Wie ist der politische Wille in der Umsetzung? Welche Möglichkeiten haben Unternehmen schon heute? Und vor allen Dingen auch, welche Möglichkeit hat hier die deutsche Marine als wichtiger Akteur, Impulse zu setzen in unterschiedlichen Bereichen? Sie merken aber auch an der Debatte selber, wir müssen nur noch machen. Wir sind eigentlich erst am Anfang der Lösung des Problems. Das Problem ist identifiziert und so wie es, oder der Bereich Munition im Meer ist damit eigentlich versinnbildlicht, ein Beispiel für unterschiedliche andere Bereiche im maritimen Sektor. Nicht umsonst hat die UN in diesem Jahr 2021 die UN-Dekade der Ozeanforschung ausgerufen, denn es gibt darüber hinaus noch zahlreiche weitere Probleme im maritimen Sektor oder im Bereich der marinen Systeme, die Lösung bedürfen. Insofern bleiben Sie auch dem Themengebiet gerne gewogen, bleiben Sie daran interessiert, bleiben Sie kritisch und bleiben Sie neugierig und ich glaube, das sind gute Voraussetzungen, um lösungsorientiert in die Zukunft zu gehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Teilnehmern und bei dir, Nele, für die Moderation des heutigen Abends. Ich fand, das war ein sehr informatives Panel und sage in diesem Sinne einen schönen guten Abend und auf bald.